Hallo meine werte Community und willkommen zu einem neuen Video, einem Sonntagsvideo. Ich habe mal wieder für euch eine Compilation mit unseren Ritualgeschichten, also alle Ritualgeschichten, die wir bisher hatten, in einem Video gepackt. Viele haben sich das gewünscht und ja, dadurch schließen wir auch ein kleines Kapitel ab. Das heißt nicht, dass wir zukünftig keine Ritualgeschichten mehr haben werden, aber fürs Erste ist das quasi so ein Abschluss. Genau, ich hoffe sehr, dass ich euch damit eine Freude machen kann. Ansonsten möchte ich mich wie immer ganz, ganz viel bedanken, ganz, ganz viele Herzchen, Küsse und Liebe verschicken an die Leute, die dieses Video immer positiv bewerten, immer kommentieren, das weiß ich wirklich zu schätzen. Der Algorithmus, der empfiehlt uns immer weiter, immer mehr neue Menschen kommen auf meinem Kanal, weil ja, ich sehe einfach immer wieder Kommentare von neuen Leuten und das freut mich super, wirklich sehr und ja, das habe ich nur euch zu verdanken. Mehr bleibt auch gar nicht zu sagen, ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit den Geschichten. Wir sehen uns in den Kommentaren, wenn ich mal wieder alles beantworte. Auf eine schlaflose Nacht, ihr Bösewichter. Diese verlassene, alte Psychiatrie, die still, einsam und verwuchert am Rande unserer Stadt lag, strahlte solch eine unvorstellbar große Energie für uns Kinder aus. Niemand war so mutig, dass er daran dachte, geschweige denn sich wagte, auch nur einen Fuß in die Eingangstür hineinzusetzen. Immer wenn man nur ein paar Sekunden vor dieser verlassenen Psychiatrie stand, durchfloss einen dieser seltsamen Gefühle, von hunderten Augen gleichzeitig durchbohrt und gefühlt verschlungen zu werden. So ging es mir und meinem besten Freund Sven zumindest, als wir diese früher versteckt aus der Ferne aus beobachteten. Ich weiß selbst nicht, wie ich dieses Gefühl beschreiben sollte, aber wir besaßen eine verdammt große Ehrfurcht vor diesem Ort. Meine Oma erzählte mir immer Geschichten von diesem Ort, von Leuten, die dort gefoltert und festgehalten wurden. Ihre Seelen werden auf ewig dort gefangen sein und ihre Ruhe niemals finden, sagte sie zumindest immer, wenn ich ihr als kleiner Junge aufmerksam zuhörte und das Feuer im Kamin schaurig dazu knisterte. Meine Mutter sagte immer, dass sie wohl verrückt sein müsste und mir nicht immer solch einen Unfug erzählen sollte, doch ich war jedes Mal gebannt von den Geschichten meiner Oma. Sie hörten sich so unfassbar echt an, so als hätte sie das alles schon gesehen, gefühlt und gar miterlebt. Obwohl meine Mutter mir immer wieder versuchte klarzumachen, dass Omas Geschichten nur erfunden sind und sie mich nur verrückt machen wollte, glaubte ich ihr. Eines Tages, als sie mir wieder einmal eines dieser Geschichten erzählte und sie wohl meine riesige Neugierde durch meine tennisballgroßen Augen, die Satz für Satz größer wurden, spürte, sagte sie irgendwann mit einem Satz: Ich müsste es noch irgendwo auf dem Dachboden haben. Folg mir mal. Danach stand sie aus ihrem alten Sessel auf und ging die Treppe hinauf zum Speicher. Ich folgte ihr und fragte mich, was sie mir nun zeigen wollte. Sie suchte eine halbe Ewigkeit, als sie plötzlich mit einem erfreuten Ton rief: Ha, da ist es doch! Meine Neugierde war zu Beginn so riesig, so dass ich ziemlich enttäuscht war, als ich dann letztendlich sah, was sie hinter ihrem Rücken hervorzog. Es war ein altes, verstaubtes Holzbrett, welches Buchstaben und Zahlen auf seiner Oberfläche enthielt. Ich sah es mir genau an, doch ich war ziemlich enttäuscht, weil ich nicht wusste, was in alles in der Welt ich mit einem einfachen Brett anfangen sollte. Meine Oma sah wohl meine Enttäuschung, so dass sie plötzlich anfing, dunkel und mit einem ernsten Ton zu flüstern: Das ist der Schlüssel, der dir die Möglichkeit verschafft, Kontakt mit der Unterwelt aufzunehmen. Meine Augen wurden wieder riesiger und mein Mund öffnete sich. Meine Oma fing an weiter zu sprechen und sie schaute mir dabei mit einem düsteren Blick tief in die Augen. Du kannst damit an verfluchten Orten mit den unterschiedlichsten Seelen kommunizieren. Doch sei gewarnt, nicht jede Seele ist eine gute. Manche sind verflucht und gar von Dämonen besessen. Du weißt niemals, wen oder was du mit diesem Objekt rufen oder beschwören kannst. Ich vermache es dir, Kleiner. Halte es in Ehren und gehe sorgsam damit um. Ich nickte nur stumm. Und einige Wochen, nachdem sie mir das Hexenbrett schenkte, verstarb sie. Ich dachte noch sehr oft an sie und an ihre Erzählungen. Mit der Zeit wurde ich älter und wollte einen Zusammenhang zwischen Omas Geschichten und dem Brett finden. Warum schenkte sie mir so etwas einfach so?
Klappt das eigentlich wirklich, wovon sie mir erzählt hatte? Tausende von Fragen durchbohrten meinen Kopf noch eine ganze Zeit, nachdem sie mir dieses vermacht hatte. Doch ich fand nie wirklich Antworten auf meine Fragen. Und wie das mit der Zeit so üblich war, wurde ich zu einem jungen Erwachsenen und meine Interessen wandten sich von diesem Thema ab. Oft fing ich manchmal selbst an zu lachen, wenn ich an den Irrsinn zurückdachte, welchen mir Oma, als ich noch ein kleiner Bengel war, erzählt hatte. Mein Leben fing an, normal zu werden. Ich schloss meine mittlere Reife erfolgreich ab und entschied mich nach langem Hin und Her dazu, eine Ausbildung als Kfz-Mechaniker in der Werkstatt meines Onkels anzufangen. Für diese Ausbildung bist du wirklich wie geboren. Mann, bin ich froh, dass ich dich als helfende Hand in der Werkstatt habe, sagte mein Onkel gefühlt jeden Tag zu mir. Neben den anstrengenden Arbeitstagen besaß ich nur noch selten Zeit dazu, mit meinem besten Freund Sven zu chillen. Er studierte und somit war er nur noch selten bei seinen Eltern zu Hause. Wir schafften es immer nur sehr kurz, uns gerade mal auf ein Bier bei mir zu Hause zu treffen. Es war Freitagnachmittag und ich hatte gerade Pause, als es in meiner Hosentasche anfing zu vibrieren. Ich hörte meinen vertrauten Klingelton und zog mein Handy heraus. Es war ein Anruf von Sven, der mich wie schon erwartet jeden Freitag in meiner Mittagspause anrief, um zu quatschen. Ich ging vor das Werkstatttor, um den Anruf anzunehmen. Dabei zückte ich mein Feuerzeug, um mir eine Zigarette anzuzünden. Yo, Digga, keine Ahnung, ob du mich verstehen kannst. Ich bin gerade im Auto und hier ist ja ein so beschissener Empfang. Was ich dir schnell sagen wollte ist, ich kann übers Wochenende vorbeikommen. Hast du Bock, heute Abend etwas zu chillen und ein Bierchen zu zischen? Ja, Mann, wir haben uns jetzt schon einen Monat nicht gesehen. Voll nice, Bruder. Ich freue mich auf heute Abend. Yes, ey, ich muss jetzt wieder auflegen. Gleich muss ich abfahren. Wir sprechen uns heute Abend, du weißt. Okay, alles klar, Mann. Fahr vorsichtig. Ich doch immer. Danach legte er auf. Ich lächelte und hatte wieder so eine Motivation zum Arbeiten nach dieser geilen Nachricht. Nach Feierabend stürmte ich noch kurz in den Getränkemarkt, um einen Kasten Bier für heute Abend zu besorgen. Danach fuhr ich sofort nach Hause, um mein Zimmer noch etwas aufzuräumen, weil ich gar nicht auf so einen kurzfristigen Besuch gefasst war. Um kurz nach 19 Uhr klingelte es dann an der Haustür. Ich rannte die Treppe, voller Vorfreude, wie ich gefühlt war, hinunter und öffnete voller Elan die Tür. Yo, Mann, lang nicht gesehen, was? Junge, du siehst gut aus, Diggi. Du auch. Zwei ölige Hände, aber was will man machen? Ach komm, sei leise, du Bücherwurm. Komm hoch, ich hab einen Kasten für heute noch besorgt. Ja, Mann, du weißt ja, dass ich für ein erfrischendes Bier immer zu haben bin. Streber hin oder her. Den ganzen Abend verbrachten wir damit, uns über alte Zeiten zu unterhalten. Wir quatschten über die Schulzeit, über den Mist, den wir früher schon gebaut haben und generell über unsere Erlebnisse, die wir zusammen als Kleinkinder erlebt hatten. Ich bemerkte irgendwann, wie sich Svens Blick von mir abwandte und unter das Bett glitt, auf dem ich saß. Er schaute fast schon verwundert, als er plötzlich anfing zu fragen: Neuer Partytisch? Ich wunderte mich, was er meinte und lehnte mich nach vorne, um kopfüber unter mein Bett zu schauen. Ganz weit in der Ecke lag das Hexenbrett, welches mir meine Oma vor Jahren geschenkt hatte. Ein dicker grauweißer Staubfilm hatte sich auf der glatten Oberfläche festgesetzt, sodass die Zahlen und Buchstaben, die auf diesem abgebildet waren, fast schon nicht mehr zu sehen waren. Ich streckte meine Hand unter das Bett und zog das Brett darunter hervor. In diesem Moment hörte ich die Stimme meiner Oma wieder in meinem Kopf. Sei gewarnt. Nicht jede Seele ist eine gute. Manche sind verflucht und gar von Dämonen besessen. Ich schüttelte meinen Kopf und pustete anschließend den Staubfilm von der Oberfläche herunter. Die Buchstaben und Zahlen waren wieder zu sehen und ich fühlte mich wieder wie ein kleiner Junge, der auf dem Dachboden in dem Haus seiner Oma steht. Pass gut darauf auf. Hast du mich verstanden? Ich blickte wieder zu Sven hinauf, der mich fragend anschaute und mich offenbar für verrückt hielt. Bist du wirklich schon nach einem Bier so dicht? Nein, es ist nur, meine Oma hat mir dieses Teil hier vor Jahren geschenkt. Sie sagte irgendwie, dass man damit in Kontakt mit Geistern treten könnte. Ich habe es noch nie ausprobiert und weiß nicht mal, warum mir meine Oma sowas hier schenkt. Ich glaube aber nicht, dass daran was Wahres dran ist.
Kranker Shit. Meinst du, es lohnt sich, das Ding mal auszuprobieren? Ach komm, nein, Alter. Lass das einfach wieder vergessen. Wieso? Hast du etwa Schiss oder wie? Nein, doch nicht vor so einem Schwachsinn. Ja? Dann warum nicht? Hör mal, gibt es eigentlich noch diese kranke Psychiatrie am Ende der Stadt? Ich denke mal ja. Dann lass uns morgen mal dahin gehen und dieses Brettchen auf die Probe stellen. Ich weiß nicht. Ach komm schon, ich hab jetzt endlich mal frei und bin nicht hier hingekommen, um mich zu langweilen. Ich wollte meinen besten Freund nicht enttäuschen und willigte zum Schluss mit einem unwohlen Gefühl ein. Woher hätte ich denn wissen sollen, was passieren würde? In der Nacht konnte ich nicht schlafen und mein Blick blieb immer wieder bei dem Ouija-Brett stehen. Mich überkam ein unwohles Gefühl, wenn ich an morgen Abend dachte. Doch wenn ich jetzt absagen würde, stehe ich vor Sven als kompletter Angsthase da. Ich konnte diese Nacht sowieso keinen Schlaf mehr finden und setzte mich an meinen Rechner, um mich ein bisschen schlauer über das ganze Thema zu machen. Erst fand ich nur Fake-Videos und wollte meinen Rechner gerade wieder genervt herunterfahren. Doch dann fand ich eine Anzeige, welche mich wirklich beunruhigte und mir beim Lesen einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Dort wurde alles in kleinsten Schritten und mit den genauesten Anweisungen erklärt. Ich musste schlucken, als ich den markierten Satz in der Anzeige las. Das in Kontakt treten mit Dingen, die uns eigentlich nichts angehen sollten, kann sehr gefährlich sein. Ausführen auf eigene Gefahr. Ich hatte leise flüsternde Stimmen in meinem Kopf, welche ich nicht entziffern konnte. Die ersten Worte konnte ich klar und deutlich verstehen, doch der Rest versank im Flüstern der Stimmen. Ich sehe deine... Und das war's. Ich saß noch eine ganze Weile vor meinem Rechner und versuchte krampfhaft zu verstehen, was mein Kopf mir mitteilen wollte. Plötzlich fing ich an, mich zu fragen, was denn alles in der Welt ich hier eigentlich tat und hielt mich selbst für komplett übergeschnappt. Genervt machte ich meinen PC aus und legte mich in mein Bett. In der Nacht dachte ich die ganze Zeit, eine bleiche Gestalt an meinem Zimmerfenster erkennen zu können, welche mich die ganze Zeit mit einem breiten Grinsen beobachtete. Sie trug ein weißes, mit Blut bespritztes Kleid und hatte lange, dunkle Haare. Diese waren tief und blutig in ihr komplett fahles Gesicht eingerissen. Sie leckte mit ihrer langen Zunge über das Fenster und klopfte ein paar Mal breitgrinsend dagegen. Ich lag in meinem Bett und versuchte nicht hinzusehen, um nicht die Aufmerksamkeit von dem Wesen auf mich zu ziehen. Dann drehte ich mich auf die andere Seite, um das Fenster nicht im Blickwinkel zu haben. Draußen an dem Fenster hörte ich die Worte: Video di Mortuo. Diese Stimme war dumpf und hörte sich an, als würde sie direkt aus der Hölle stammen. Danach vernahm ich ein leises Kichern vom Fenster aus. Ich krallte mich krampfhaft an meiner Decke fest. Irgendwann nach langer Zeit, in der ich einfach nur die Augen geschlossen hielt, schaffte ich es einzuschlafen. Als ich am nächsten Morgen wach wurde, war am Fenster niemand zu sehen. Doch als ich genauer hinsah, konnte ich Fingerabdrücke und Kratzspuren von spitzen Fingernägeln erkennen. Ich dachte an letzte Nacht und redete mir ein, dass ich mir das alles doch nur einbilden würde. Der Tag verlief sehr komisch. Ich sah des Öfteren diese Gestalt von letzter Nacht in meinem Augenwinkel, wie sie mir zuwinkte, mich anlächelte oder mich auch nur mit einem emotionslosen Blick beobachtete. Immer wenn ich mich daraufhin reflexartig zu ihr hindrehte, war sie jedoch verschwunden. Der Abend kam dennoch schneller als gewohnt und ich fing um 18 Uhr an, meinen Rucksack zu packen. Plötzlich hörte ich hinter mir ein leises Klopfen. Ich erschrak und zitterte am ganzen Körper. Mein Herz fing an zu beben, als ich das Quietschen meiner Schranktür hinter mir hörte, die einen Spalt weit aufging. Im Anschluss ging die Schranktür hinter mir mit einem Stoß komplett auf und ich konnte Schritte hinter mir hören. Sie hörten sich an, als würde jemand mit nackten, nassen Füßen über den Boden gehen. Ich konnte mir irgendwie ausmalen, wer oder was gerade über meinen Zimmerboden direkt hinter mir ging. Danach kniff ich die Augen fest zu und traute mich erst, mich umzudrehen, als ich hörte, wie das Wesen wieder in den Schrank stieg. Ich atmete einmal tief durch, bevor ich es wagte, mich langsam umzudrehen. Dann öffnete ich die Augen wieder und sah einen weißen Zettel an meinem Kleiderschrank hängen.
Auf diesem stand mit roter Tinte geschrieben: Danke für den Einlass. Ich wunderte mich sehr und habe eigentlich zu dem Zeitpunkt mit allem gerechnet, außer mit so einem Brief. Im selben Augenblick hörte ich unten das Schellen unserer Klingel. Ich zerriss den Brief in 4 Teile und warf ihn in den Mülleimer. Sofort ging ich die Treppe runter, um Sven zu empfangen. Dabei dachte ich nur an die Worte auf dem Zettel. Was hatte das zu bedeuten? Als ich die Tür öffnete, sah ich Sven mit einem großen Wanderrucksack vor mir stehen. Servus, komm erstmal rein. Ja, lass so gegen Mitternacht gehen. Wir quatschten noch etwas in meinem Zimmer, um die Zeit ein wenig zu überbrücken, bis es schließlich komplett dunkel war. Dann zogen wir unsere Rucksäcke auf und versuchten, so wenig Krach wie möglich auf der Treppe zu machen, um meine Eltern nicht zu wecken. Als wir dann draußen auf der Straße waren, konnten wir uns wieder normal unterhalten. Ey Mann, ey, weißt du noch, wie viel Angst wir früher vor dieser Psychiatrie hatten? Und nun ziehen wir einfach los, um uns dort mit Geistern zu unterhalten. Was für eine Entwicklung! sagte Sven. Ich konnte ihm jedoch nicht folgen, denn ich sah von der Straße aus durch das Fenster, das in meinem Zimmer etwa stand. Ich starrte mit meinen Augen Richtung Fenster und nun ließ es mir das Blut in den Adern gefrieren. Dort an dem Fenster stand wieder diese bleiche Gestalt, welche mir zuwinkte. Sie grinste breit und schien zu lachen. Sofort rieb ich mir die Augen und als ich wieder aufsah, war sie verschwunden. Das kann doch nicht sein. Plötzlich zerbrach Svens Stimme meine Gedanken. Ey Alter, bist du überhaupt noch bei mir? Ja, sorry, ich war gerade woanders. Aber hey, wir sind ja schon da. Vor uns lag nun dieses dunkle und riesige Gebäude. Wir blieben eine ganze Zeit noch vor der Psychiatrie stehen, als plötzlich Sven mit zittriger Stimme anfing zu sprechen. Na ja, dann los. Gehst du vor? War ja wieder klar, meinetwegen. Wir stiegen mit langsamen Schritten die Treppe zum Haupteingang hinauf und versuchten dabei so wenig Lärm wie möglich zu machen. In dem Gebäude war vieles noch sehr gut erhalten und es herrschte eine bedrückende Stimmung. Als wir im 2. Stock an den OP-Räumen vorbeischlichen, krampfte sich mein Magen zusammen und es fühlte sich so an, als würde jederzeit jemand direkt hinter mir stehen. Oft hörte ich Schritte und leises Flüstern aus der Dunkelheit der Gänge. Oder bildete ich mir das alles nur ein? Es verging eine ganze Weile, bis wir plötzlich einen Raum fanden, in welchem mir übel wurde. Der Raum war dunkel und es herrschte eine bedrückende Stimmung. Die Tapete hing in Fetzen von der Wand und in der Ecke stand ein OP-Bett. An der Wand hingen ein umgedrehtes Kreuz und eine weiße Zwangsjacke. Auf dem Bett war ein Teddy zu erkennen und als ich näher heranging, konnte ich auf seinem Bauch die Worte »Hilf mir« lesen. In den Raum kam kein Licht herein und es herrschte eine düstere Atmosphäre. Plötzlich zerbrach Svens Stimme schlagartig die Stille. Hol das Ouija-Brett heraus, dies ist der perfekte Raum dafür. Ich war mir unsicher, tat jedoch, was er sagte und breitete alles auf dem Boden aus. Anschließend setzten wir uns um das Hexenbrett und legten beide unsere Zeigefinger auf die Plaschette. Sven stellte die erste Frage. Ist jemand bei uns in diesem Raum? Mein Finger hörte nicht auf zu zittern und es dauerte eine Weile, als ich plötzlich die Plaschette anfing auf Ja zu bewegen. Ich merkte, wie Sven anfing zu schlucken und verängstigt zu mir rüberschaute, so als wollte er mich dazu auffordern, eine Frage zu stellen. Ich versuchte daraufhin so selbstbewusst, wie es nur ging, zu fragen. Wie lautet dein Name? Die Plaschette fing schlagartig an, sich wieder zu bewegen und ging auf die Buchstaben E, L, I, S, A, B, E, T, H. Elisabeth. Bist du allein, Elisabeth? Die Plaschette ging mit einem Ruck auf Ja. Nun war ich wieder dran mit meiner Frage und fing an zu sprechen. Wer bist du, Elisabeth? Es passierte nichts. Wir warteten und ich schaute die ganze Zeit auf das Ouija-Brett, doch nichts geschah. Doch plötzlich hörte ich vom Bett hinter uns jemanden atmen und ich spürte, wie der Raum anfing, kälter zu werden. Das, was nun hinter uns auf dem Bett war, atmete schwer und tief, bis es plötzlich anfing, dumpf und scheußlich zu lachen.
Mir lief ein kalter Schauer über den Rücken und ich sah es in Svens nun bleichen Gesicht, dass es ihm nicht anders ging. Ich weiß nicht, was uns den Mut gab, dass wir uns umdrehten und nicht einfach davongelaufen sind. Was ich dann sah, brannte sich in meinen Kopf ein. Dort auf dem Bett lag das Mädchen, welches an meinem Fenster stand. Ihr Gesicht war bleich und ihre Narben noch tiefer und blutiger als das letzte Mal, wo ich sie gesehen habe. Sie schaute uns mit einem emotionslosen Blick an und ihr Atmen wurde schwerer. Der Blick wurde jedoch zornig und sah blutrünstig aus. In dem Moment fing sie an, mit einer dämonischen Stimme zu sprechen, welche mir durch Mark und Bein ging. Ich bin der Teufel! Danach fing das Wesen an zu lachen und fuhr fort. Ich hätte nicht herkommen sollen! Es fing an aufzustehen und streckte seine lange, schlangenartige Zunge in unsere Richtung, welche sich wie eine Flamme hin und her bewegte. Ich zitterte am ganzen Körper und war stocksteif. Das Wesen fing wie ein tollwütiger Hund an zu hecheln und in seinen Augen war keine Pupille mehr zu sehen. Sofort griff mich Sven mit seiner Hand am Arm und zog mich Richtung Tür. Ich lief so schnell, wie ich noch nie gerannt bin und merkte, wie meine Beine immer schwerer wurden. Hinter uns waren die grässlichen Schreie von dem Mädchen zu hören. Lasst mir eure Seele! Ich wusste nicht, wie wir es geschafft haben, doch wir schafften es nach Hause, obwohl ich schon innerlich mit meinem Leben abgeschlossen hatte. Wir gingen beide ohne auch nur ein Wort über das Geschehene zu sprechen heim. Bevor Sven und ich uns trennten, rief ich ihm noch nach. Weißt du, du hast mein Leben gerettet. Danke, Mann. Ich sah, wie er sich umdrehte und mir nur ganz kurz zulächelte, bevor er weiter geknickt die Straße entlang zog. In dieser Nacht bekam ich kein Auge zu. Es war vielleicht gegen 4 Uhr, als ich hörte, wie die Tür meines Kleiderschranks aufging und jemand mit Schritten, als würde er mit nackten Füßen über den Boden gehen, auf mein Bett zukam und sich anschließend auf meine Bettkante setzte. Dabei atmet das Wesen jetzt schon eine ganze Zeit schwer. Und ich merke, wie der Raum von Atemzug zu Atemzug immer kühler wird. Eines Tages stieß ich auf einen japanischen Beitrag im Internet mit dem Namen Story Kakurembo, was übersetzt so viel heißt wie Verstecken und alleine suchen. Neugierig geworden klickte ich auf den Beitrag, um alle Details zu sehen. Es war ein längerer Beitrag mit kleiner Schrift und ich brauchte fast einen halben Tag dafür. Irgendwann schaltete ich die Google-Übersetzungsfunktion ein. Die Seite handelte von einem super gruseligen Spiel, das man spielen kann, wenn man allein zu Hause ist, bei dem man einen Geist oder Dämon in den Körper einer Puppe einlädt und mit ihr und einem Messer Verstecken spielt. Die Regeln und die Anleitung sahen einfach genug aus und ich würde heute Abend das Haus für mich alleine haben. Ich beschloss es auszuprobieren und plante, meine Erfahrungen beim Spielen des Spiels für meinen Blog aufzuschreiben. Das konnte ja nicht wirklich schaden, oder? Es ist nur ein Spiel, wenn auch ein super gruseliges. Die Warnungen vor der Gefahr haben den Gruselfaktor nur noch verstärkt. Ich fing an, alles vorzubereiten. Ich holte eine alte Puppe von mir aus einer Kiste in der Garage und eine Tüte ungekochten Reis aus der Küche. Sie war nagelneu, also hoffte ich wirklich, dass meine Eltern es entweder nicht bemerken würden oder es ihnen nichts ausmachen würde. Der Anleitung folgend riss ich vorsichtig die ganze Füllung aus der Puppe und ersetzte sie durch ungekochten Reis und meine frisch geschnittenen Fingernägel. Anscheinend soll der Reis den Geist anziehen und etwas von meinem Körper würde mich an die Puppe binden. Ich nähte sie mit einem karmesinroten Faden wieder zu, den ich in dem Nähset meiner Mutter gefunden hatte. Dann füllte ich die Badewanne mit Wasser und stellte eine Tasse Salzwasser aus nicht jodiertem Meersalz, da die Anleitung sagte, es müsse natürlich sein, in den kleinen begehbaren Kleiderschrank im Zimmer meiner Eltern, den ich als Versteck ausgewählt hatte. In der Anleitung stand, dass ich einen Namen für die Puppe wählen sollte, um den Geist mächtiger zu machen, also wählte ich den dümmsten Namen, der mir einfiel: Bob. Während ich darauf wartete, dass es 3 Uhr morgens wurde, ging ich ins Wohnzimmer und schaltete durch die Kanäle, bis ich einen guten statischen Kanal fand. Dann schaltete ich den Fernseher aus. Auf diese Weise konnte ich später einfach den Fernseher dazu einschalten, die Lautstärke aufdrehen und es wäre eingestellt, anstatt eine Menge Zeit damit zu verbringen, die statischen Kanäle zu suchen, während ich das Spiel spielte.
Kurz vor 3 Uhr holte ich mir wie angewiesen ein scharfes Küchenmesser aus der Küche und kehrte ins Badezimmer zurück. Als mein Telefon anzeigte, dass es Zeit war, nahm ich die Puppe in die Hand und las aus dem Skript vor. Dann legte ich die Puppe in die gefüllte Badewanne, nahm das Messer mit, ging durch das Haus und schaltete jedes einzelne Licht aus. Ich ging sogar so weit, dass ich sogar das Nachtlicht im Flur ausknipste. Danach schaltete ich den Fernseher ein und drehte die Lautstärke so hoch, dass das Rauschen laut genug war, um es zumindest ein wenig im ganzen Haus zu hören. Dann ging ich in mein Versteck, schloss meine Augen fest und zählte bis 10. All das tat ich, ohne auch nur einen Blick hinter mich zu werfen. Ich wusste zwar, dass man es nur während des Rituals nicht machen durfte, aber ich wollte trotzdem Vorsichtsmaßnahmen treffen. Nun, ich war etwas verängstigt, ein Messer im dunklen Haus um kurz nach 3 Uhr morgens mit einer gruseligen Puppe in der Badewanne herumzutragen. Das würde vermutlich jeden verunsichern. Mit dem Zählen fertig, kehrte ich ins Badezimmer zurück. Ich fühlte mich ein wenig albern und etwas verängstigt und sagte zu der Puppe: "Ich hab dich gefunden, Bob." Nahm dann die Puppe in die Hand und stach mit einem Messer auf sie ein. Nun, es war schon ein wenig cool, da ich noch nie einfach auf etwas eingestochen habe, aber auch gruselig. Ich zog das Messer aus dem Körper der Puppe, richtete mich auf und sagte dreimal laut: "Nun ist Bob an der Reihe, nun ist Bob an der Reihe, nun ist Bob an der Reihe." Ich legte die Puppe und das Messer zurück in die Badewanne und rannte wie ein wilder Hund auf meinen Fersen zurück zu meinem Versteck im Schrank meines Vaters. Ich rannte, ohne mich umzudrehen, und fühlte diesen Schrecken in der Magengrube. Es erinnerte mich an die Zeit, als ich klein war und nach dem Aufstehen zum Pinkeln ins Bett zurückkehrte. Ich hatte solche Angst, dass mir etwas im Dunkeln folgte, dass ich einen fliegenden Sprung quer durch mein Zimmer machte und mich unter der Decke in Sicherheit brachte. Der einzige Unterschied war, dass ich ein vermeintlich gefährliches Spiel mit einer besessenen Puppe und einem Messer spielte. Und dieses Mal war das Gefühl um das Zehnfache verstärkt. In der Dunkelheit wartete ich und hielt den Atem an. Die Anleitung sagte, dass dies die Zeit ist, in der Menschen dazu neigen, seltsame und unheimliche Dinge zu erleben. Es hieß, man solle vorsichtig sein und darauf achten, wie viel Zeit vergeht, während man dieses Spiel spielt, da der Geist zu mächtig werden kann, wenn er länger als ein paar Stunden in der Puppe bleibt. Ich hielt den Becher mit Salzwasser fest in meinen nun zitternden Händen und wartete. Ich konnte das Rauschen des Fernsehers im Wohnzimmer hören und das gelegentliche Knarren des alten Hauses, wie es das immer nachts oder bei schlechtem Wetter tat. Als ich klein war, haben mir diese Hausgeräusche immer Angst gemacht. Ich fühlte mich ein wenig albern und auch etwas dumm, weil ich mich still und ängstlich im Schrank vor einer Puppe versteckt hatte und weil ich dieses Spiel überhaupt gespielt hatte. Doch nach einer Weile des Kauerns im Dunkeln fing ich an, Dinge zu hören. Ich mache keine Witze. Ich weiß, das wird sich verrückt anhören und vielleicht bin ich in der Dunkelheit auch ein bisschen verrückt geworden, aber ich schwöre, dass es wirklich passiert ist. Ich hörte leise Schritte aus dem Flur, als ob kleine, nasse Stofffüße schnell und leicht durch den Flur laufen würden. Zuerst dachte ich, dass ich mir das nur einbilde, aber dann hörte ich ein hohes Kinderlachen. Ich hielt den Atem an, zu ängstlich, um einzuatmen. Das Rauschen aus dem Wohnzimmer, vorher ein leises Summen, wurde zunehmend lauter. Ich dachte daran, das Spiel auf der Stelle zu beenden, aber so viel Angst ich auch hatte, war ich auch neugierig, was passieren würde. Ich wusste, dass ich noch etwas Zeit hatte, also hielt ich still, holte so leise wie möglich Luft und wartete noch etwas. In diesem Moment hörte ich es. Eine hohe, singende Kinderstimme, die langsam und etwas schräg vorgetragen wurde. Der Raum wurde kühler und ein Schauer lief mir über meinen Rücken. Ich kann nicht genau sagen, wie der Song ging, aber es war in etwa: "Es regnet, es schüttet und dein Versteck ist langweilig." Wieder hörte ich kleine Schritte im Flur, leicht zu hören auf den Holzdielen. Er schien jetzt näher zu sein. Die Puppe fing an zu sprechen. Diesmal klang die Stimme deutlich tiefer. "Ich werde dich umbringen, du kleiner Bengel." Ich hielt den Atem an, völlig verängstigt. Ich dachte, dass mein Gehirn mir Streiche spielen würde, um meinen Adrenalinspiegel in die Höhe zu treiben. "Ich werde schlimme Dinge mit dir anstellen." Die Tür zum Schlafzimmer meines Vaters knarrte weiter auf, als würde etwas hineinspähen.
In diesem Moment hätte ich mir beinahe in die Hose gemacht. Ich war wie erstarrt, wie angewurzelt auf der Stelle. Es fühlte sich an, als würde mein Blut langsam von den Kapillaren zu den Arterien festgefrieren und in Richtung meines Herzens fließen. Morgen früh wirst du nicht mehr aufstehen. Das Geräusch von Schritten entfernte sich von der Türöffnung. Ich fühlte mich plötzlich wie befreit, wenn auch nur für den Moment. Immer noch herzzerreißend versteinert wusste ich, dass ich jetzt ein kleines Zeitfenster hatte, um das Spiel zu beenden. Es war an der Zeit. Ich musste es tun. Ich nahm einen großen Schluck von dem salzigen Wasser. Vorsichtig, um mich nicht zu verschlucken, bewegte ich meinen steifen Körper erst in die kniende und schließlich in die stehende Position. Laut Spielanleitung beginnt damit das Ende des Spiels und man kann sich gefahrlos auf die Suche nach der Puppe machen, um das Spiel zu beenden. Völlig verängstigt, den Mund immer noch volles Salzwasser und den Becher mit Salzwasser entschlossen haltend, verließ ich die Sicherheit meines Verstecks, um die Puppe zu finden. Ich wusste, dass ich kein Licht anmachen oder eine Taschenlampe benutzen durfte, bevor das Spiel zu Ende war, also schaute ich mich in der Dunkelheit im Raum um. Sie war nicht da. Ich ging hinaus in den Flur und bahnte mir langsam einen Weg zurück durch das Haus, wobei ich jeden Raum nach der Puppe absuchte. Ich hatte solche Angst, dass sie oder etwas anderes mich im Dunkeln anspringen und mir in die Kehle oder ins Gesicht stechen würde. Ich erinnerte mich immer wieder an die Schritte, um das Spiel zu beenden, damit ich sie nicht vermasselte. Die Puppe finden, den Rest des Wassers auf sie schütten, einen Mund voll auf sie spucken, dreimal ich gewinne sagen und den purpurnen Faden von der Puppe abschneiden. Dann wäre das Spiel beendet. Danach müsste man nur noch die Puppe verbrennen. Ich wiederholte diese Schritte immer wieder zu mir selbst wie ein Mantra, während ich mir auf der Suche nach Bob einen Weg durch das Haus bahnte. Als ich das Badezimmer erreichte, hoffte ich so sehr, wie ich konnte, dass ich die Puppe und das Messer noch in der Wanne oder zumindest im Badezimmer finden würde. Doch sie waren nicht da. Erst als ich die Küche erreichte, fand ich sie. Die Puppe lag immer noch in purpurnen Faden eingewickelt, unschuldig und leblos auf dem Holzboden. Das Messer lag daneben. Froh, es hinter mir zu haben, führte ich die Schritte zur Beendigung des Spiels genauso aus, wie ich sie einstudiert hatte, darauf bedacht, nichts davon in der falschen Reihenfolge zu tun. Sobald der karmesinrote Faden durchgeschnitten war, sollte der Geist befreit und das Spiel beendet sein. Ich ließ mich gegen den Kühlschrank sinken, so erleichtert, dass ich es kaum in Worte fassen konnte. Nach einem Moment, in dem ich durchatmen und mich ein wenig entspannen konnte, wusste ich endlich, dass ich die Dunkelheit beenden musste. Ich stand auf, schnappte mir die Puppe und einige Küchentücher von der Stange, um sie abzutrocknen. Dann knipste ich das Küchenlicht an und blinzelte gegen die Helligkeit an. In diesem Moment wünschte ich mir wirklich, mein Vater hätte sich die Mühe gemacht, alle Lampen mit Dimmern zu versehen. Ich ging durch das Haus und schaltete jedes einzelne Licht ein, das möglich war, und nahm mir vor, die Lichter die ganze Nacht anzulassen, bis die Sonne den letzten Rest meines Schreckens vertreiben würde. Aber es war geschafft. Ich entleerte die Badewanne, schaltete den Fernseher auf einen kinderorientierten Kanal, steckte das Nachtlicht ein, zog mir einen kuscheligen Schlafanzug an, zündete sogar ein paar Kerzen an und benutzte Salbei, um das Haus zu reinigen. Während ich eine Serie schaute, verbrannte ich die nun trockene Puppe im Kamin. Das Spiel war nun komplett zu Ende. Offiziell. Endlich. Wirklich zu Ende. Ich schwor mir, nie wieder so etwas Dummes zu tun und tat mein Bestes, um darüber zu lachen. Der Gedanke daran ließ mich nicht einschlafen, bis meine Eltern von ihrem Dateabend nach Hause kamen. Es war wirklich schön, sie zu sehen, vor allem so glücklich und entspannt, wie sie waren, nachdem sie etwas Zeit für sich hatten. In der Gewissheit, dass alles vorbei war, rollte ich mich zusammen und schlief auf der Couch ein, während im Fernseher noch Zeichentrickfilme liefen und meine Eltern über mich wachten, während ich schlief. Ich beschloss, keinen Blog-Eintrag über meine Erfahrungen zu schreiben, aus Angst, jemanden dazu zu verleiten, das Spiel auszuprobieren oder eine Lachnummer zu werden. Für eine Weile machte ich eine Pause beim Lesen und Übersetzen von Gruselgeschichten. Alles ging wieder seinen gewohnten Gang. Wirklich, als wäre nie etwas passiert. Das Einzige, was von dem, was passiert war, übrig blieb, waren die Erinnerungen und die gelegentlichen Albträume. Ein paar Wochen vergingen. Die Schule war stressig und anstrengend, wie immer. Die Hausaufgaben stapelten sich und ich kämpfte mich langsam durch alles durch. Ich hatte das Limit der möglichen Extrapunkte in meinem Japanischkurs erreicht, also war das Übersetzen von Geschichten, vorerst keine gruseligen, nur andere lustige, seltsame oder wissenschaftliche Geschichten, nur noch zum Spaß.
Meine Follower waren ein wenig enttäuscht über den Mangel an gruseligen Geschichten, die sich in lustige Geschichten verwandelten, aber sie schienen das vorerst zu akzeptieren. Ungefähr nach einem Monat fiel es mir zum ersten Mal auf. Immer wenn ich einen Raum verließ und wieder zurückkam, schien es, als ob die Figuren, Stofftiere und sogar die alten Puppen, die ich aus Nostalgie bei mir behielt, alle aufmerksam auf die Tür starrten, als ob sie auf meine Rückkehr warteten. Ich wusste, dass es dumm war und nur meine Einbildung, also tat ich es mit einem Achselzucken ab. Obwohl es so aussah, als würden sie mich ansehen, war es nur mein Gehirn, das den Gesichtern um mich herum lebendige und tierische Züge zuordnete. Dass es etwas mit dem Spiel zu tun haben könnte, kam mir erst nach einem Monat in den Sinn. Ich wurde einfach das Gefühl nicht los, dass Puppen und Statuen, eigentlich alles Unbelebte mit einem Gesicht, mich beobachteten und auf mich warteten, wann immer ich den Raum verließ. Sogar mein Teddybär schien mir immer gegenüber zu stehen und mich zu beobachten. Wenn ich die Häuser von Freunden besuchte, schien es auch zu passieren, sogar mit den Barbies ihrer jüngeren Geschwister. Das Grauen nahm zu. Ich entfernte alles Unbelebte mit einem Gesicht aus meinem Zimmer und aus dem Haus, wenn ich konnte. Irgendwie wusste ich, dass das nicht genug war und vielleicht war es einer von meinen Eltern oder Freunde, aber die, die ich von mir wegtrete, standen am nächsten Tag oder beim nächsten Mal, wenn ich sie ansah, unweigerlich in die andere Richtung gedreht. Ich fing an, das Gefühl zu haben, dass es mehr war, als nur mich zu beobachten, denn ich hätte schwören können, ein Kinderlachen zu hören. Es fing als undeutliches Flüstern an. Ein leises Lachen in einer Brise, eine gesummte Melodie, langsam und kühl. Mit der Zeit wurde es immer mehr. Jetzt ist es wie eine Welle, verebend und fließend, manchmal schmerzhaft laut und manchmal fast unverständlich. Die Worte, die die Puppe zu mir sagte bei dem Spiel, ertönten in Form eines gruseligen Liedes im ganzen Haus. Es hört nie auf. Ich habe so viel wie möglich über das Spiel nachgeschlagen. Ich suchte nach Übersetzungen, ich schrieb andere Blogger und Autoren an. Ich schrieb sogar einem alten Brieffreund von mir aus meinem dritten Jahr Japanischunterricht. Erst heute habe ich seine Antwort mit der Post bekommen. Deshalb nehme ich dies auf, um alle da draußen zu warnen. Macht niemals den Fehler, das Geistpuppenspiel zu spielen. Tut nicht das, was ich getan habe. Selbst wenn ihr alles richtig machen würdet, spielt es niemals. Versucht es nicht einmal. Denkt nicht einmal daran. Ich war so dumm, wirklich dumm. Mein ehemaliger Klassenkamerad hat in seinem Brief auf etwas hingewiesen, das mir nicht einmal in den Sinn kam. Ich habe nicht einmal nachgedacht, als ich es tat. Er schien so klein, sogar jetzt. Dabei war es so wichtig, so lebenswichtig. Warum habe ich das getan? Warum? Warum habe ich auf Übersetzen geklickt und mich auf eine Maschine verlassen, wenn es um etwas so Wichtiges geht wie die Anleitung, wie man sicher ein Spiel auf Leben und Tod mit einem Dämon spielt? Hätte ich nur den Browser auf Deutsch umgestellt und eine Übersetzung von erfahrenen Menschen gefunden oder gar selbst übersetzt? Ich war eigentlich gut genug dafür, denn ich bin sogar auf die japanische Seite zurückgegangen und habe sie selbst übersetzt. Es ist etwas anderes, wenn man es selbst übersetzt oder die von Menschen gemachten Übersetzungen liest, die überall im Netz verfügbar sind. Wisst ihr, was das Schlimmste von allem ist? Das absolut Schlimmste? Ich kann es jetzt hören, das Kichern und das Lied, langsam und eindringlich, das mir die Nerven raubt und jedes einzelne meiner Haare zu Berge stehen lässt. Das Letzte, was ich von diesem dämonischen Lied höre, ist: Du wirst morgen nicht aufstehen. Ich schaute auf das Telefon. Ich wartete, bis die SMS zurückkam. Es dauerte vielleicht 10 oder 15 Minuten. Dieses hässliche Gesicht erschien auf dem Bildschirm mit der Antwort: Du hast die letzte Aufgabe, die ich von dir verlangt habe, nicht erledigt. Das wird Konsequenzen haben. Die letzte Aufgabe wurde tatsächlich erledigt, aber nicht von mir. Das Telefon, das ich in der Hand hielt, gehörte mir nicht. Es war das von meinem Sohn. Ich wollte ein paar Antworten. Etwas, das mir helfen würde, das Geschehene zu verarbeiten. Ich musste die Wahrheit wissen. Ich wollte wissen, was meinen Sohn dazu brachte, sich umzubringen.
Lange Zeit hatte ich geglaubt, er sei nur deshalb so verschlossen, weil er ein Teenager war. Ich erinnerte mich, dass ich als Kind auch versucht hatte, Dinge von meiner Familie zu verbergen, Dinge, die mir peinlich waren. Aber ich hätte nie erwartet, ins Badezimmer zu gehen und ihn zusammengesunken auf dem Boden zu finden, die Pulsadern aufgeschnitten. Es war eine Sache, einfach nur Selbstmord zu begehen. Aber dann waren da noch die Sprüche und Symbole an den Wänden. Alles Kauderwelsch mit Lippenstift geschrieben auf dem Spiegel und der Duschtür. Die Momo-Herausforderung. So nannten sie es. Eine kranke, verdrehte Sache, die so aussah, als wäre sie nur zum Spaß. Aber sie terrorisierte Menschen, meistens Kinder. Ich erfuhr davon. Und alles, was ich nach dem Tod meines Sohnes las, machte mich umso wütender, je mehr ich fand. Dieses seltsame Frauengesicht war kein Dämon, keine Kreatur aus den Abgründen der Hölle. Es war nur eine Statue, die zu so einem komischen Vogelwesen in Japan gehörte. Sie benutzten es wie einen Avatar, lockten die Kinder mit dem Versprechen von gutem Gruselspaß. Dann die zunehmend erschreckenden Herausforderungen. Sich alleine einen Gruselfilm anzusehen war die erste. Dann niemandem von diesen Unterhaltungen zu erzählen, da sonst die persönlichen Daten nach außen dringen würden. Dann schließlich die Angst, dass Momo kommen und sie holen würde, wenn sie nicht weitermachen würden. Ich hätte nie erwartet, dass mein Sohn darauf reinfällt, aber ich las das Gespräch. Die Dinge, die Momo bereit war, den Leuten zu erzählen. Ich konnte verstehen, warum er Angst bekam. Sie wussten so viel, alles von ein paar Klicks. Es waren Hacker. Ich wusste nicht einmal, was WhatsApp ist, aber mein Sohn benutzte es, um Freunden außerhalb von Facebook Nachrichten zu schicken. Ein Freund erzählte ihm von der Nummer, war aber zu ängstlich, es selbst auszuprobieren, also hat es mein Sohn ausprobiert. Der Freund wusste nie, was wirklich los war und war entsetzt, als er erfuhr, was passiert war. Er hätte es nie weitergegeben, wenn er es gewusst hätte. Die Polizei konnte nichts tun. Sie sagten, die Nummer sei eine Fälschung, nutzlos, wahrscheinlich ein Wegwerf-Handy, obwohl es merkwürdig war, dass es keine war, die normalerweise mit der Momo-Challenge in Verbindung gebracht wurde. Sie wussten, dass die Gruppe in Südamerika aktiv war und als Beamte vor Ort konnten sie nicht viel tun. Sie nahmen das Telefon als Beweismittel mit, aber nachdem sie damit nicht weiterkamen, gaben sie es zurück und sprachen mir ihr Beileid aus. Sie sagten, es lohne sich nicht, sie zu kontaktieren. Sie hatten ihren letzten Befehl gegeben und ich wusste, dass sie ab diesem Moment diesen Vorfall ignorieren würden. Doch mir war das egal. Das Telefon lag wochenlang im Zimmer meines Sohnes in einem kleinen Zipbeutel. Meine Frau wollte nicht, dass ich es anrühre. Sie wollte nichts mit dieser Monstrosität zu tun haben. Sie wollte nur, dass die Erinnerung an unseren Sohn so bleibt, wie sie war. Doch ich wollte wissen, warum. Ich wollte wissen, warum Menschen so etwas Schreckliches tun würden. Also habe ich zurückgeschrieben. Ich habe dein letztes Ding nicht gemacht. Ich war zu verängstigt, um es zu versuchen. Dann bekam ich diese Antwort. Du bekommst noch eine Chance. Geh zu dieser Adresse. Allein. Das wird lustig. Meine Augen weiteten sich. Die Adresse war nicht weit von meinem Wohnort entfernt. Vielleicht ein paar Meilen oder so. Es wäre eine schnelle Fahrt gewesen. Wäre die Gruppe in einem anderen Land gewesen, hätten sie sich nicht die Mühe gemacht. Aber das hier war lokal. Vielleicht würde ich Antworten bekommen. Ich ließ meine Frau in unserem Zimmer schlafen, aber ich nahm einen Mantel und meine Pistole mit. Obwohl ich meinem Sohn gezeigt habe, wie man damit umgeht, habe ich nie die Sorge überwunden, dass er sich damit verletzen könnte, selbst wenn sie in meinem Spind eingeschlossen war. Welch eine Ironie. Ich fuhr raus zu der Adresse. Die Nachbarschaft war nicht großartig, aber es schien kein Ort zu sein, an dem ich mich nach Einbruch der Dunkelheit unsicher gefühlt hätte. Das Haus selbst war ein Bungalow, schmuddelig grau von außen, keine Fahrzeuge in der Nähe. Es gab nicht einmal eine freistehende Garage, alle Lichter waren aus. Ich parkte auf der anderen Straßenseite, dann stieg ich aus und ging zur Eingangstür. Da war ein Zettel dran. Komm rein, wenn du dich traust. Ich machte mir nicht die Mühe anzuklopfen. Ich betrat einen kleinen Flur mit einer Treppe nach oben, einem Eingang zu einem kleinen Wohnzimmer an der Seite und einer Küche geradeaus.
Selbst im Dunkeln konnte ich sehen, dass die Küche eine alte, schuppige gelbe Tapete und einen kleinen Tisch mit Stühlen hatte. Das Haus sah nicht verlassen aus, nur leer. Ich sah nichts Ungewöhnliches im Wohnzimmer, also ging ich weiter in die Küche. Ich probierte den Lichtschalter aus. Es flackerte auf, was ich ehrlich gesagt nicht erwartet hatte. Eine Tür führte in eine Waschküche, eine weitere Tür führte auf eine hintere Veranda und eine dritte mit einem Sicherheitsschloss daran führte unter die Treppe. Der Raum war klein, aber nicht ungemütlich. An der Rückwand befand sich ein Zettel am Kühlschrank. Schauen Sie hinein. Ich öffnete ihn. Da war nichts drin, außer einem Teller, auf dem ein Zettel stand. Ich hörte Schritte hinter mir. Was für eine Überraschung. Die Sache ist die, wer auch immer angreift, erwartet einen jungen Schüler. Da bin ich mir sicher, keinen erwachsenen Mann und keinen, der viel Sport gemacht hat, als er jünger war. Ich drehte mich um, duckte mich und stürzte mich auf die dunkle Gestalt, die von der oberen Etage und durch den vorderen Flur heruntergekommen war. Ich warf ihn um und schlug ihn wieder und wieder, bis er aufhörte zu kämpfen. Ich konnte nicht glauben, dass ich ihn K.O. geschlagen hatte. Ich schleppte ihn in die Küche, zog einen der Stühle heraus und setzte ihn darauf. Im schwachen Licht konnte ich sehen, dass er ganz schwarz gekleidet war, einschließlich eines Kapuzenpullis und einer Skimaske. Außerdem hatte er ein Messer in der Hand. Ich nahm das Messer weg und kramte in den Schubladen in der Hoffnung, ein Seil zu finden. Leider fand ich keins, aber in einer Rammschublade lagen ein paar unbenutzte Kabelbinder. Ich fesselte seine Handgelenke und band seine Füße an den Stuhl. Danach nahm ich ihm auch die Skimaske ab. Er war jung, vielleicht im Uni-Alter. Dann setzte ich mich und wartete, bis er sich erholt hatte. Ich behielt meine Waffe auf ihn gerichtet. Es dauerte nicht allzu lange, und als er mich sah, machte er große Augen und zerrte an seiner Krawatte. Wer sind Sie? Ich fuchtelte mit meiner Waffe vor ihm herum. Was zum Teufel ist hier los? Ich hatte erwartet, dass er verärgert sein würde und ein wenig verängstigt in Anbetracht seiner Situation. Aber er sah mehr als nur verängstigt aus. Seine Augen waren umrandet vom Schlafmangel. Lass mich los, Mann! Lassen Sie mich los! Ich will eine Antwort. Wer sind Sie? Als er sich weiter wehrte, trat ich ihm hart gegen das Knie. Er kläffte auf. Ich fragte ihn ein drittes Mal. Ich spiele doch nur dieses Spiel, Mann. Das ist es, was mir aufgetragen wurde. Er fing an zu weinen. Wovon redest du? Ich habe angefangen, diese Challenge-Sache zu spielen, die Momo-Challenge. Ich habe es nachgeschlagen. Ich dachte, es wäre alles Quatsch. Ich gab ihnen alle falschen Infos, damit sie mich nicht finden konnten. Aber sie haben mich durchschaut. Ich entspannte den Griff um meine Waffe, aber nur ein wenig. Wer hat das herausgefunden? Ich weiß es nicht. Es forderte mich auf, andere umzubringen, sonst würde es allen von mir erzählen, alles, was ich je getan habe, es sei denn, ich würde es tun. Aber das wollte ich nicht tun. Ich sagte ihm, er solle sich verpissen. Aber dann haben die Nachrichten und die Bilder aufgehört. Er sagte nur noch, dass es mich holen würde. Und das tat es auch. Er sah zu der verschlossenen Tür hinüber. Ich ging nach unten in meinen Keller. Es kam mich holen, aber ich konnte entkommen. Ich habe es da drin eingesperrt, aber es redete weiter. Es sagte immer wieder, dass es mich holen würde, wenn ich gegen das Spiel verstoßen sollte. Er sah mich an. In diesem Moment bekam ich eine SMS. Ich sagte ihm, er solle mich in Ruhe lassen, wie es mir ursprünglich versprochen wurde. Aber dieses Ding gab mir zu verstehen, dass es gefüttert werden möchte, andernfalls würde es mich holen. Aus diesem Grund ging ich nach oben, als ich jemanden in diesem Haus hörte, in der Hoffnung, dass es ein junger Kerl war, den ich an dieses Monster verfüttern kann. Er brach zusammen und weinte wieder. Es tut mir leid, Mann. Es tut mir so leid. Ich wusste es nicht. Seit Wochen habe ich nicht mehr richtig geschlafen. Ich weiß kaum noch, was los ist. Ich sah ihn an. Er sah geradezu erbärmlich aus, wie er in diesem Stuhl saß und heulte vor sich hin. Dann sah ich hinüber zu dem Messer. Er hat mir meinen Sohn weggenommen und er hatte vor, mich zu töten. Ich empfand kein Mitleid für seinen kranken, erbärmlichen Arsch.
Dann schlug ich ihm mit der Waffe ins Gesicht. Er schrie. Bitte, ich sag doch, dass es mir leid tut. Du mieser Drecksack, du hast meinen Sohn getötet. Meinen Sohn. Und du glaubst, wenn du mich anlügst, dass du ihn wegen irgendeiner Sache umgebracht hast, habe ich Mitleid mit dir? Er sah zu, wie ich die Tür entriegelte. Seine Augen weiteten sich wieder. Nein, nein, stopp! Bitte, tun Sie es nicht! Ich werde auch alles tun! Ich öffnete die Tür. Ich sah die Treppe, die hinunter in die Dunkelheit führte. Perfekt. Ich lehnte mich zurück und trat gegen seinen Stuhl. Er schrie auf, als der Stuhl die Treppe runterpurzelte. Er landete am Boden. Ich sah ihn dort liegen, ausgestreckt, schluchzend und schreiend. Im nächsten Moment wollte ich die Tür schließen. Doch dann sah ich es. Das lange, dünne Paar Arme, das sich aus der Dunkelheit in das Licht der Küche streckte. Das Haar, lang, schwarz und strähnig. Die wulstigen Augen. Der Körper, der nicht auf einem Hühnermonster lag, sondern auf einem dünnen, blassen Gestell mit einem schmutzigen grauen Tanktop. Und das abscheuliche Lächeln. Es sah nicht wie Momo aus. Nicht wirklich. Aber es war auch kein Mensch. Es zerrte den Stuhl, langsam, zurück in die Dunkelheit. Ich hätte nicht gedacht, dass seine Schreie noch lauter werden könnten, aber sie wurden es. Ich schloss die Tür. Ich wartete, unsicher, was ich tun sollte. Die Schreie hörten abrupt auf. Eine Minute später, auf der anderen Seite der Tür, hörte ich eine dünne Stimme. Bist du bereit, mit mir zu spielen? Ich fuhr schneller nach Hause, als ich es je für möglich gehalten hätte. Seitdem sind Wochen vergangen. Ich habe nichts von der Polizei gehört. Ich habe von niemandem gehört, dass eine Person vermisst wird. Sie ist einfach still und leise aus unserem Leben verschwunden. Ich weiß, dass es da draußen kranke Menschen gibt, die sich einen Spaß daraus machen, Kinder zu quälen und zu erschrecken. Ich hoffe aufrichtig, dass sie ihre Kinder schützen können und sie dem nie ausgesetzt sind. Auch hoffe ich, dass sie eines Tages durch das, was ich in diesem Keller gesehen habe, genau das bekommen werden, was sie verdient haben. Ich werde diese seltsame sekundäre Nummer, die es benutzt hat, nicht herausgeben. Ich weiß, dass es keine Art von Engel ist, der die falschen Leute bestraft. Es ist nicht sicher. Nur ein paar Tage später nach diesem Vorfall bekam ich eine SMS. Auf meinem Handy habe ich sie gelöscht, aber sie ist immer noch in meinem Kopf. Ich bin jetzt draußen. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist zu spielen. Es war ein Freitagabend und meine Familie war nicht in der Stadt. Sie besuchten den Bruder meiner Mutter. Ich war kein großer Fan von diesen Familientreffen. Sie waren langweilig, also ließ ich mir eine beschissene Ausrede einfallen und blieb zu Hause. Es schien eine gute Gelegenheit zu sein, mit meinen Freunden abzuhängen. Ich schickte eine Nachricht in unserem Gruppenchat und nach einer Stunde standen drei Jungs mit einer Menge Essen und Bier vor meiner Haustür. Die Stunden vergingen mit Videospielen, Filmen, Essen, Trinken und Gesprächen über die wahllosesten Dinge. Der Nachmittag wurde zum Abend und irgendwann wurde uns alles zu langweilig, also setzten wir uns in einen Halbkreis und warteten auf einen Gedankenblitz. Minuten vergingen schweigend, während jeder überlegte, was wir tun sollten. Dann hatte der Gruselfreak James eine Idee. Lasst uns Gruselgeschichten erzählen, es ist fast Halloween. Schlug er vor. Wir tauschten Blicke aus und drängten uns gegenseitig, uns etwas Besseres einfallen zu lassen, denn wir waren nicht scharf auf gruselige Sachen. Nach einem langen Moment stieß ich einen lauten Seufzer aus. Na gut, dann machen wir's. Scheint, als hätte niemand eine bessere Idee. Sagte ich. Wir schalteten alle Lichter aus und wechselten uns ab. Ich erzählte eine urbane Legende, die ich in einem Podcast gehört hatte. Es war schon nicht die gruseligste Geschichte, aber meine schlechten Erzählfähigkeiten machten es noch schlimmer. Nach mir kamen Michael und dann David. Ihre Geschichten waren so unscheinbar, dass ich mich an nichts von ihnen erinnere. Jetzt war James an der Reihe. Seine Geschichte war diejenige, die bei mir hängen blieb, weil ich sie wirklich erschreckend fand.
Es war vielleicht die gruseligste Geschichte, die ich je gehört habe. Es war eine japanische Legende über eine 2 Meter große Frau. Sie hat mich so sehr beeindruckt, dass ich die Geschichte immer noch Wort für Wort erzählen könnte. Aber hier geht es nicht um die Geschichte, also wäre es sinnlos. Okay, das war genug. Lasst uns etwas anderes machen. Wovon redest du? Fragte James mit einem enttäuschten Blick. Wir haben doch gerade erst angefangen. Ja, aber du hast uns mit deiner blöden Geschichte eine Heidenangst eingejagt, sagte David und stimmte Michael zu. Oh Gott, sag mir nicht, dass ihr an diesen Scheiß glaubt. James rollte mit den Augen. Das sind doch nur Geschichten, die man sich zum Spaß ausdenkt. Niemand antwortete und das Thema wurde fallen gelassen. Wir legten einen Film als Hintergrundgeräusch ein und die Suche nach etwas Lustigem begann erneut. Wir schauten den Film eine halbe Stunde lang, als James eine geniale Idee hatte. Ich weiß, ihr wollt keine Gruselgeschichten, aber wie wäre es mit einem Spiel? Wir haben doch schon 3 Stunden lang Spiele gespielt, du Klugscheißer, sagte David, während er ein Kissen nach ihm warf. Ich rede doch nicht von Videospielen, Idiot. Er warf das Kissen zurück. Ich meine etwas Paranormales. Komm schon, Mann, wir haben es dir schon gesagt. Kein gruseliges Zeug, erwiderte ich ein wenig verärgert. Alter, ja, Mann, ich will noch nicht draufgehen, fügte David hinzu. Mach dir keine Sorgen, wir werden nicht draufgehen, besessen werden oder einen Dämon beschwören. Eigentlich ist es sogar ganz nützlich. Es beantwortet Fragen, die mit einem Ja oder einem Nein beantwortet werden können. Wir wurden ein wenig neugierig, aber immer noch unsicher. Irgendwelche Fragen? Ja, irgendwelche Fragen. Er lächelte. Woher wissen wir dann, dass die Antworten richtig sind? Nun, wir können eine Frage stellen, die man sofort beweisen kann. Und wenn sie richtig ist, können wir weiterspielen. Wenn nicht, dann hören wir für heute auf mit dem Horrorzeug. Ich schaute mich um. Die anderen hatten einen Ausdruck, der eine Mischung aus Aufregung und Zweifel war. Mir ging es genauso, aber nach einem Moment nickte ich. Als Michael und David das sahen, nickten sie ebenfalls, also bat ich James, uns etwas über das Spiel zu erzählen. Okay, okay, also es wurde das Klopf-Klopf-Ritual genannt. Es war ziemlich einfach. Man brauchte nur einen dunklen, leeren Raum. Der Spieler musste sich vor die Tür stellen und sich auf eine Frage konzentrieren, die mit einem Ja oder einem Nein beantwortet werden kann. Dann musste er klopfen. 2 schnelle Klopfzeichen, dann eine Pause, 4 schnelle Klopfzeichen, dann wieder eine Pause und dann 2 schnelle Klopfzeichen. Wenn alles glatt ging, würde der Geist auf der anderen Seite antworten. 1 Klopfen war ein Ja, 2 ein Nein. Also gut, es ist ganz einfach. Mein Zimmer ist leer und es ist schon dunkel. Wir werden dieses Zimmer benutzen. Aber zuerst müssen wir uns eine Frage überlegen, die wir verifizieren können, obwohl ich mir sicher bin, dass das Schwachsinn ist. Ja, wahrscheinlich. Aber wenn nicht, dann wird es lustig. Also, was wollen wir fragen? Fragte David. Ich weiß es. Die Frage sollte lauten, bekommt einer von uns in den nächsten 5 Minuten einen Anruf? Nicht schlecht, das können wir leicht überprüfen. Also, wer wird es tun? Sagte James und stellte dann die Frage, die wir alle im Kopf hatten. Du natürlich, du warst derjenige, der spielen wollte, sagte ich mit einem Lächeln. Ein Teil von mir dachte, dass er Angst haben würde. Na gut, er lächelte zurück. Dann mal los. Wir gingen die Treppe hoch und in mein Zimmer. James ging auf die Tür zu und wir standen ein paar Schritte dahinter. Er stieß einen Seufzer aus und fing an. Wir standen alle da und hielten den Atem an. Keiner von uns glaubte, dass etwas passieren würde, aber trotzdem waren wir erschrocken. Und dann kam es. Ein lauter Knall von der anderen Seite der Tür. James trat schnell einen Schritt zurück und sah uns dann mit einem überraschten Blick an. Wir konnten kein einziges Wort sagen. Wir konnten uns nicht einmal bewegen. Der Erste, der etwas sagte, war Michael. What? The fuck? Wie zum Teufel ist das möglich? Ich zog schweigend mein Handy heraus und starrte es an. Als ich das tat, taten die anderen das Gleiche. Wir standen einfach nur da. Nach 3 Minuten klingelte mein Telefon.
Wir schauten uns ungläubig an. Nach ein paar Sekunden riss ich mich davon los und ging ans Telefon. Es war meine Mutter, die fragte, ob alles in Ordnung sei. Ich versuchte, den Anruf so kurz wie möglich zu machen, und nachdem ich aufgelegt hatte, schaute ich wieder zu den anderen. Die drei versuchten gleichzeitig zu sprechen, aber es gelang keinem von ihnen. Sie stießen scheinbar wahllos Worte aus und versuchten, ihre Überraschung auszudrücken. Es dauerte eine Weile, bis sie sich beruhigt hatten, aber dann verwandelte sich ihre Überraschung schnell in Aufregung. Dieses verdammte Spiel ist echt und es kann unsere Fragen beantworten. An Aufhören war nicht zu denken. Die Debatte über die Reihenfolge begann. Nachdem wir uns beruhigt hatten, lautete die Reihenfolge Michael, David, ich und James. Michael trat an die Tür und begann das Ritual. Nachdem er fertig war, kam die Antwort schnell. Ein lauter Knall. Was hast du gefragt? Fragten wir gleichzeitig. Ich habe gefragt, ob ich bald eine Freundin haben werde, antwortete er, während ein breites Lächeln auf seinem Gesicht erschien. Wirklich? Hättest du nicht eine wichtigere Frage nehmen können? Fragte ich, bekam aber keine Antwort, da David mich unterbrach. Okay, beiseite, ich bin dran. Er klopfte und wartete auf die Antwort. Er drehte sich um und sah uns mit einem enttäuschten Gesichtsausdruck an. Wie lautete die Frage? Ich habe die gleiche Frage gestellt. Wir drei brachen in Gelächter aus. Sein Gesicht, das aussah, als würde er gleich weinen, machte es nur noch lustiger. Wir machten lange Minuten weiter, bis das Lachen anfing weh zu tun. Nachdem wir uns beruhigt hatten, sah ich ihn an. Er sah immer noch traurig aus. Mach dir keine Sorgen, Kumpel. Deine Zeit wird kommen. Versuchte ich, ihn zu trösten. Also gut, jetzt bin ich dran. Ich schob David von der Tür weg und begann, mich auf meine Frage zu konzentrieren. Ich wollte etwas Interessanteres, also war meine Frage: Darf ich reinkommen? Ich klopfte an und wartete mit einem Lächeln auf die Antwort. Aber sie kam nicht. Ich sah verwirrt James an. Und was jetzt? Vielleicht hast du ihm eine Frage gestellt, die zu schwer ist. Lass sie nachdenken, scherzte Michael. Dann hörten wir es. Komm herein, sagte eine unnatürlich tiefe Stimme von der anderen Seite. Ich war erschrocken. Ich wollte so weit von der Tür weg, wie ich konnte. Ich begann zurückzutreten, aber nach ein paar Schritten gaben meine Beine nach und ich fiel rückwärts. Ich schaute hinter mich. Davids Mund bewegte sich, aber es kam kein einziger Laut heraus. Michael packte seinen Kopf mit beiden Händen und sagte: Was zum Teufel? Immer und immer wieder. James stand nur mit offenem Mund sprachlos daneben. Was zum Teufel war das? Du hast nichts davon gesagt. Ich weiß es nicht. Das sollte nicht möglich sein. Scheiß drauf. Nach ein paar stillen Momenten verwandelte sich meine Angst in Wut. Wenn er es will, dann gehe ich rein. Ich stand auf, ging ein paar Schritte nach vorne und griff nach dem Türknauf. Als ich ihn drehen wollte, spürte ich, wie mich jemand an den Schultern packte und zurückzog. Ich hörte James' Stimme. Nein, geh nicht rein. Ich glaube nicht, dass das eine gute Idee ist. Was machen wir dann? Soll ich nie wieder in mein Zimmer gehen, weil wir da drin einen verdammten Dämon beschworen haben? Ich packte ihn an seinem Hemd und schaute ihn etwas bedrohlich an. Nein, wir werden uns schon etwas einfallen lassen. Ich muss nur nach Hause gehen und mehr darüber lesen. Es wird schon gut gehen. Er schien verzweifelt. Ich holte tief Luft, schickte alle nach Hause und gab James eine Stunde Zeit, sich etwas einfallen zu lassen. Nachdem sie weg waren, verbrachte ich lange Minuten damit, einfach auf meine Schlafzimmertür zu starren. Es war so unglaublich, und doch gab es keinen Zweifel daran. Das, was mich aus meinem Starrwettbewerb mit der Tür herausriss, war ein sehr lautes Geräusch. Es kam aus meinem Schlafzimmer. Ein Schauer lief mir über den Rücken.
Ich war entsetzt. Was wird jetzt passieren? Ich wollte gehen, aber ich konnte nicht. Stattdessen setzte ich mich vor den Fernseher und schaltete einen Film ein, um mich abzulenken. Ab und zu gab es wieder einen Knall. Ich wartete ängstlich auf den Anruf von James. Er kam kurz vor Ablauf der einstündigen Frist. Und? Was ist hier los? Na ja, zuallererst tut mir leid, dass ich ein verdammter Idiot bin. Es scheint, als gäbe es Fragen, die er nicht mag, und er kann genervt sein, wenn wir zu viel fragen. Ich weiß nicht, was davon in unserem Fall zutrifft, aber das ist auch egal. Nun, ich hatte schon das Gefühl, dass er meine Frage nicht mochte. Wir haben aber nicht so viele Fragen gestellt. Und da ist noch was. Wenn er wütend wird, übernimmt er den Raum, der im Spiel verwendet wurde. Danach versucht er, Leute in den Raum zu locken. Er will nicht nur die, die ihn verärgert haben. Es ist ihm egal, solange er nur jemanden erwischt. Digga, dein Ernst? Also, was mache ich jetzt? Meine Frage wurde durch ein lautes Klopfen an der Tür unterbrochen. Was zum Teufel war das? Er hat damit angefangen, nachdem ihr gegangen seid. Du sagtest, er versucht, uns in den Raum zu locken, richtig? Ich glaube, das ist ein Teil davon. Jetzt sag mir, wie ich ihn aufhalten kann. Es ist eigentlich ziemlich einfach. Er kann nicht länger als einen Tag dort sein. Seine Kraft schwindet oder so ein Blödsinn. Was? Ich muss nur warten und das Problem ist gelöst? Ich war ziemlich überrascht. So ist es. Sorge dafür, dass niemand den Raum betritt und nach 24 Stunden kannst du wieder hinein. Und was ist, wenn niemand reinkommt? Ich weiß es nicht. Vielleicht hat sich vorher niemand getraut oder die, die es taten, konnten es niemandem sagen. Du meinst, sie sind gestorben? Ich weiß es nicht wirklich, aber es ist nicht so schwer, sich von dem Raum fernzuhalten. Es wird schon gut gehen. Na, das waren ja gute Nachrichten. James entschuldigte sich ein paar Mal und wir legten auf. Ich war eigentlich erleichtert. Nach all der Aufregung und Angst war ich erschöpft. Ich beschloss, mich auf der Couch schlafen zu legen. Doch das war wirklich schwer bei all dem Lärm. Nach einiger Zeit wurde aus dem lauten Knallen ein konstantes, leiseres Klopfen. Dann reduzierte es sich auf einige kratzende Geräusche und schließlich wieder die lauten Knalle. Überraschenderweise gab er nach einer Weile auf und ich schlief ein. Ich wachte erst auf, als jemand meinen Namen rief. Hey Brian, ich hab dir ein Geschenk mitgebracht. Es war meine kleine Schwester. Sie sind früher nach Hause gekommen. Lass mal sehen, flüsterte ich noch im Halbschlaf. Sie hat mich nicht gehört. Sie hat mich auch nicht auf der Couch bemerkt. Sie ging direkt zu dem Ort, an dem ich am ehesten zu finden war, in mein Zimmer. Emily, geh nicht rein! Schrie ich, als ich aufstand und die Treppe hinaufrannte. Ich war zu spät. Die Tür stand leicht offen und ich konnte meine Schwester nicht sehen. Einen Moment lang zögerte ich, aber dann schwang ich die Tür auf. Plötzlich wurde meine Sicht von Dunkelheit getrübt. Das Einzige, was ich sehen konnte, war ein breites Lächeln. Keine Augen, kein Gesicht, niemand, nur ein Lächeln. Danach wurde der Raum wieder normal. Es war leer, bis auf einen Zauberwürfel auf dem Boden. Das Geschenk, das meine Schwester mir mitgebracht hatte. Ich hörte, wie meine Eltern die Treppe hinaufliefen und mich fragten, warum ich schreien würde, aber ich konnte kein Wort sagen. Als mir klar wurde, was passiert war, begann ich zu weinen. Ein paar Stunden später suchten die Polizei und ein Team von Freiwilligen bereits nach ihr. Ich habe nichts gesagt. Wer hätte mir schon geglaubt? Vielleicht war es besser so. Das erlaubte meinen Eltern ein wenig Hoffnung zu haben, aber ich wusste es. Ich wusste, dass sie nicht zurückkommen würde und dass es meine Schuld war. Es dauerte 6 Monate, bis meine Eltern aufgaben. Es war das Traurigste, was ich je erlebt habe. Der Moment, als der letzte Tropfen Hoffnung sie verließ. Sie hielten eine Beerdigung mit einem leeren Sarg ab und wir zogen bald darauf um. Sie waren nie mehr dieselben. Wir entfernten uns immer mehr voneinander und ich zog nach einem Jahr aus. Das geschah vor 6 Jahren. Meine Schuldgefühle wurden mit den Jahren nur noch stärker. Ich sprach nie wieder mit meinen Freunden. Ich versuchte, das Spiel nachzuschlagen, aber ich konnte nichts finden.
Ich weiß nicht, woher James davon wusste. Ich habe das aufgenommen, weil der Jahrestag ihres Verschwindens noch nicht so lange her ist und ich fühle mich um diese Zeit immer schlechter. Ich habe irgendwo gehört, dass es hilft, den Schmerz zu lindern, wenn ich jemandem davon erzähle oder meine Probleme aufschreibe. Also dachte ich, es wäre einen Versuch wert. Es tut mir leid, Emily. Und an alle da draußen, spielt niemals dieses Spiel. Denn das könnte das Ende bedeuten. Hallo alle zusammen. In dieser Geschichte heiße ich Jack. Das ist nicht mein richtiger Name, weil ich es ungern publik machen möchte. Nun wird es an der Zeit, meine Geschichte zu erzählen. Glaubt es oder nicht, aber hier ist sie. Ich schlage vor, dass ihr die Lektionen, die sie lehrt, mitnehmen solltet, selbst wenn ihr alles als Bullshit abtun werdet. Aber es steckt mehr Wahrheit in dieser Geschichte, als jeder von euch glauben würde. Wie dem auch sei, ich habe vor 3 Jahren mein Abitur abgeschlossen. Dieses Ereignis passierte allerdings vorher, sodass ich meine Uhr ein wenig zurückdrehen muss, um die Geschichte zu erzählen. Bevor ich in die Oberstufe kam, war ich auf einer anderen Schule. Wir erzählten uns alle möglichen Geistergeschichten, als wir aufwuchsen. Und wenn es eine Lektion gab, die uns unsere konservativen Eltern beibrachten, dann war es diese. Mische dich niemals in Dinge ein, die du nicht verstehst oder die dich nichts angehen. Nun, ich war nicht wirklich beliebt an meiner Schule. Meine ersten beiden Jahre dort war eine echte Qual, weil ich ein großer Trottel war und sich alle über mich lustig machten. Ich war ein Einzelgänger und alles, was ich in der Klasse wirklich tat, war den ganzen Tag mit meinem Gameboy zu spielen, bevor ich nach Hause rannte, um dort andere Spiele zu zocken, nach denen ich auch süchtig war. Doch all das änderte sich, als wir durch den neuen Job meiner Mutter umziehen mussten. Ich besuchte eine kleine katholische Schule mit nicht mehr als etwa 250 Schülern. Zu dieser Zeit begann ich mich endlich anzupassen und Freunde zu finden. Niemand hier wusste, was für ein Trottel ich war, also entschied ich mich dafür, diese Seite von mir geheim zu halten, um einmal in meinem Leben Freunde zu finden. Und wer weiß, vielleicht könnte ich sogar eine süße Freundin bekommen, wenn ich vorsichtig war. Ich fing an, Leute in der Schule zu treffen. An einer Schule, die so klein ist, kennt man am Ende jeden in seiner Klasse. An meinem ersten Tag fand ich einen neuen Freund namens Sam und beim Mittagessen entschied ich mich, mit ihm und seinen Freunden zusammenzusitzen. Er erzählte mir alles über die anderen Kinder an der Schule, wer am beliebtesten war, wer die Sportler waren und so weiter und so fort. Er stellte mich auch seinen Freunden vor. Jürgen, ein großer, fröhlicher Kerl, der mehr als 100 Kilo auf die Waage brachte. Alex, der Computerfreak und Hacker an unserem Tisch, und Thomas, ein Musiker, der E-Gitarre spielte. Ich lernte auch Stephanie kennen, das asiatische Mädchen, das in der Nähe von der Schule wohnte. Einige der Jungs sagten, sie könnte eine Zicke sein, aber sie schien eigentlich cool zu sein. Sie stand auf Spiele und hat sich nie mit einem von uns angelegt. Sie schien mich sogar lustig zu finden. Vielleicht hat sie deshalb an manchen Tagen nach der Schule angefangen, mich zu Hause anzurufen. Sam erzählte mir alle möglichen Geschichten über sie. Zum Beispiel, wie sie immer Snacks für die Jungs in der Schule machte, aber dann Viagra darüber streute oder Abführmittel hineinschüttete, sodass jeder, der es aß, die Folgen ihrer schmerzhaften und wohl grausamen Scherzes zu spüren bekam. Ich kicherte nur vor mich hin und lehnte höflich ab, wann immer sie mir etwas anbot. Dann war da noch Rottenbacher. Sein richtiger Name war Jason, aber alle nannten ihn immer Rottenbacher, weil er ein richtiger Nazi war. Er war ein Ausgestoßener und ein Einzelgänger. Keiner wollte mit ihm in Verbindung gebracht werden. Jeden Tag trug er in der Schule eine rote Hakenkreuzarmbinde, die er unter seiner Jacke versteckte, wo die Lehrer sie nicht sehen konnten. Außerdem trug Rottenbacher an Halloween oder an anderen Tagen, an denen man sich verkleidete, eine komplette Nachbildung einer SS-Uniform, wie sie die Gestapo trägt, mit dem schwarzen Hut und den langen Stiefeln. Er war ein gemeiner und ängstlicher Mistkerl. Wann immer jemand einem Lehrer von ihm erzählte oder ihn nach dem Nazigramm fragte, schrie er ihn mit rassistischen oder ethnischen Beleidigungen an, beschimpfte ihn und brüllte: "Ihr wisst schon, was ich meine." Außerdem fiel mir auf, dass Rottenbacher immer leicht hinkend ging, als hätte er Schmerzen. Sam erzählte mir, dass ihn einmal jemand dabei gesehen hatte, wie er in der Umkleidekabine einen mit Stacheln versehenen Bußgürtel anzog, wie ihn die katholischen Priester tragen, um sich für ihre Sünden zu bestrafen. Es war eine katholische Schule, also nahm ich wie die meisten Leute damals einfach an, dass er den vielleicht nur trug, weil er ein frommer Christ war.
Es war irgendwie seltsam für einen Hardcore-Hitler-Liebhaber wie Rottenbacher, aber es war nur eine Schule und keiner von uns zog es vor, zu viel über solche Dinge nachzudenken. Nachdem er damit fertig war, mich allen vorzustellen, erzählte Sammy einige der alten Geschichten der Schule, einschließlich einer urbanen Legende, die über Katrin kursierte. Ein Mädchen, das auf eine mysteriöse Weise starb, nachdem es eine Art Handyspiel gespielt hatte. Sicherlich konnte er mir das Mädchen im Jahrbuch zeigen, und jeder erinnerte sich daran, dass die Polizei sie unter mysteriösen Umständen für vermisst erklärt hatte. Sie wurde fast unmittelbar danach für tot gehalten. Wenn man jemanden fragte, was genau passiert war, konnte einem niemand etwas sagen. Sie sagten immer nur, es war, weil sie das Handyspiel gespielt hat. Sam, Stephanie, die süße spitzbübische Asiatin, Rottenbacher, der selbstquälerische Nazi, das Handyspiel und die polizeilichen Ermittlungen zum Verschwinden eines Teenagers. All diese Menschen und Ereignisse waren im Begriff zusammenzukommen und mich in etwas hineinzuziehen, mit dem ich nichts zu tun haben wollte. Erst über 2 Jahre später verstand ich endlich, wie und warum alles so ablief, wie es ablief. Wie dem auch sei, die letzte Hälfte des Jahres kam und ging und der lange Sommer zog an uns allen vorbei. Es war endlich Zeit, unser letztes Schuljahr zu beginnen. Jeder war zurück für das neue Schuljahr, um das faulste und lustigste Jahr unseres Schullebens zu beginnen. Sogar Rottenbacher, der immer noch in seinem Stacheldrahtkäfig durch die Schule humpelte und immer noch seinen Nazi-Müll von sich gab, wenn sich jemand mit ihm anlegen wollte. Das Jahr begann gespenstisch ruhig. Man munkelte, dass im Sommer ein Junge und ein Mädchen einer anderen Schule im Zusammenhang mit einem Handyspiel verschwunden waren und dass die Polizei gegen einen möglichen Serienmörder ermittelte. Laut der Zeitung war die einzige gemeinsame Verbindung, die die Polizei gefunden hatte, dass jede Person, die verschwand, eine Textnachricht erhalten hatte, die lautete: Willkommen im Spiel. Keine der Textnachrichten war von demselben Handy verschickt worden, sodass dieser Beweis als Indiz abgetan worden war. Für mich waren die Dinge halb so schlimm. Ich hatte einen guten Freundeskreis aufgebaut, dem ich vertraute, und ich fühlte mich zu diesem Zeitpunkt ruhiger, ich selbst zu sein. Allmählich begann ich mich mehr und mehr anzupassen, und schon bald war ich in bestimmten Kreisen ziemlich beliebt. Stephanie hing immer lieber mit mir herum, weil sie meine Witze so lustig fand. Eines Tages, an das ich mich immer noch als eines der glücklichsten meines Lebens erinnere, kam sie nach der Schule mitten auf dem Campus zu mir und schaute mich mit diesen wunderschönen, asiatischen Augen und diesem langen, schwarzen Haar sowie einem Lächeln an, für das man sterben könnte. Sie fragte mich in diesem Moment: Jack, würdest du mit mir ausgehen? Ich lachte, rannte und sprang vor Freude. Natürlich will ich, sagte ich und tanzte mit ihr vor allen Leuten herum. Endlich hatte ich eine Freundin. Ich erinnere mich immer noch an diesen Tag als eines der glücklichsten Tage meines ganzen Lebens, wenn nicht sogar als den glücklichsten. Wir verabredeten uns, hingen nach der Schule zusammen ab und sie begann sogar jeden Tag mit Sam, Jürgen, Alex und mir zu Mittag zu essen. Vielleicht wäre ich nicht so glücklich gewesen, wenn ich gewusst hätte, was als nächstes passieren würde. Es war eines Tages beim Mittagessen, als sie, während sie mit uns zusammensaß, erwähnte, dass sie eines Nachts bei ihren Freunden übernachtet hatte und mit einigen Mädchen von einer anderen Schule aufgeblieben war, um über das Handyspiel zu reden. Sie sagte, dass diese Mädchen alles über die Regeln des Spiels wussten und dass sie ihr alles sehr detailliert erklärt hatten. Angeblich kann man jederzeit in das Spiel einsteigen, indem man um Mitternacht eine Textnachricht an die richtige Telefonnummer schickt. Die Textnachricht sollte lauten: Ich wünsche mir die Macht zu fluchen. Wenn man es richtig machte, bekam man eine Nachricht zurück, die lautete: Willkommen im Spiel. Angeblich war das der Grund, warum die Polizei diese Nachricht auf den Telefonen aller Verschwundenen fand. Stephanie fuhr fort, über das Spiel zu sprechen. Wir hörten alle aufmerksam zu. Sie erzählte uns, dass sobald jemand im Spiel war, er in Gefahr war. Innerhalb von 2 Wochen mussten sie eine von verschiedenen Aufgaben erfüllen, sonst wurden sie in der Nacht weggeschleppt. Weggezerrt? Wodurch? Wohin? Sie schwieg einen Moment lang. Ich weiß es nicht, flüsterte sie, bevor sie ihre Geschichte fortsetzte. Sie sagte, dass man, um sich davor zu schützen, weggezerrt zu werden, eines von 2 Dingen tun konnte. Die erste war, einen besonderen Schutzgegenstand zu finden. Der Gegenstand konnte alles Mögliche sein.
Man wusste nie, was es sein würde, aber es schien, dass egal was der Gegenstand war, er den Träger auf irgendeine Weise leiden ließ. Dies wurde als ein kleiner Preis für den Schutz angesehen, den man erhielt, solange man den Gegenstand trug. Die zweite Möglichkeit war, jemand anderen ins Spiel zu bringen. Das konnte man tun, indem man die Textnachricht "Willkommen im Spiel" an das Telefon einer anderen Person schickte. Wenn jemand die Textnachricht von jemandem erhielt, der bereits im Spiel war, bedeutete das, dass diese Person nun auch im Spiel war und den gleichen Regeln und Konsequenzen des Spiels unterlag. Wenn die Person nicht selbst einen schützenden Gegenstand fand oder eine andere Person ins Spiel brachte, dann wurde auch sie weggezogen. Der Haken an der zweiten Möglichkeit war folgender. Während der Schutzgegenstand, wenn er gefunden wurde, eine Person auf unbestimmte Zeit schützen konnte, solange diese ihn bei sich trug, würde man, wenn man jemand anderen ins Spiel brachte, nur eine vorübergehende Gnadenfrist erhalten. Wenn man das erste Mal jemanden ins Spiel brachte, bekam man eine Verlängerung von 2 Wochen. Dann nur noch 1 Woche. Schließlich wurde die Gnadenfrist immer kürzer, sodass man sich kaum Zeit verschaffen konnte, auch wenn man jemand Neues in dieses Spiel einbrachte. Die einzige Möglichkeit war also, einen Schutzgegenstand zu finden. Obwohl ich schon immer eher skeptisch bei solchen Dingen war, gefiel es mir nicht, sie über dieses Zeug reden zu hören. Also sagte ich ihr, dass es ein Haufen Unsinn sei. Glaubst du das wirklich? Wenn es wahr ist, würde es erklären, was die Polizei gefunden hat. Und stell dir vor, wie cool das wäre, jeden verfluchen zu können, der sich mit dir angelegt hat, indem du ihn ins Spiel bringst. Du könntest jeden loswerden und niemand würde es je erfahren. Da war eine Schärfe in ihrer Stimme, die ich noch nie von Stephanie gehört hatte. Sie klang fast berauscht bei dem Gedanken daran. Um ehrlich zu sein, machte mir das ein wenig Angst. Hör bitte auf, so zu reden. So etwas ist nichts für Leute wie dich und mich. Wir sollten uns nicht mit so etwas beschäftigen. Was wäre, wenn du dich darauf einlassen würdest und es sich dann als wahr herausstellt? Was würde ich tun, wenn dir etwas zustößt? Versprich mir, dass du dich nicht in solche Sachen reinziehen lässt. Sie warf mir einen komischen Blick zu. Oh Mann, ich hätte nie gedacht, dass du die Art von Mensch bist, die sich vor solchen dummen Dingen fürchtet, Jack. Ich warf ihr einen besorgten Blick zu. Jetzt versprich es mir. Versprich mir, dass du es nicht ausprobieren wirst. Sie seufzte verärgert. Na schön, ich werde das gruselige Handyspiel nicht spielen. Bist du jetzt glücklich? Ich sagte ihr, dass ich es sei, aber ehrlich gesagt hatte ich Angst. Ich hatte ihr nicht geglaubt. In all der Zeit, in der ich sie kannte, hatte ich nie gesehen, dass sie jemanden betrogen oder mit jemandem geschlafen hatte. Aber sie war schon immer eine Trickbetrügerin und Lügnerin gewesen und würde jeden wegen allem anlügen, wenn es sie weiterbrachte, ohne jemand anderem weh zu tun. Wenn ich ehrlich war, fand ich das immer irgendwie süß und akzeptierte es einfach als eine ihrer Macken. Aber dieses Mal war es ernst. Als sie also ein paar Tage später zurückkam und uns erzählte, dass sie dem Handyspiel beigetreten war, war ich stinksauer. Was denkst du dir dabei, Stephanie? Du hast mir versprochen, dass du das nicht tun würdest. Ja, ich weiß, aber das ist doch keine große Sache. Ich habe schon alles geplant. Außerdem, wenn es wahr ist und es funktioniert, ist es eine zu gute Gelegenheit, um sie zu verpassen. Sie hielt ihr Mobiltelefon hoch. Hier, schau, sagte sie vergnügt. Auf dem Bildschirm war eine Textnachricht geöffnet, die lautete: Willkommen im Spiel. Ganz schön abgefahren, was? Ich habe sie bekommen, kurz nachdem ich die SMS um Mitternacht abgeschickt habe, genau wie die Mädels gesagt haben. Mir fiel die Kinnlade runter. Ich war sprachlos und zu Tode erschrocken. Dieses Spiel konnte doch nicht echt sein, oder? Stephanie, wenn das echt ist, dann bist du jetzt in Gefahr. Du hast nur noch 2 Wochen Zeit, um den Schutzgegenstand zu finden. Ich weiß, deshalb habe ich die SMS an Rebecca geschickt. Ich werde herausfinden, ob es wahr ist oder nicht. Ich ging an die Decke. Du hast was getan? Stephanie, wenn das echt ist, dann macht es dich so gut wie zu einem Mörder. Du hast Rebecca verflucht und jetzt könnte sie deinetwegen sterben. Entspann dich, Jack. Ich glaube nicht wirklich an dieses Zeug, aber selbst wenn ich es täte, Rebecca war schon immer eine große Zicke. Es ist ja nicht so, dass sie es nicht sowieso verdient hätte. Sie kicherte dasselbe verschmitzte Kichern, das ich immer geliebt hatte, aber dieses Mal gefiel es mir überhaupt nicht. Es vergingen ein paar Wochen und nichts passierte. Doch dann, eines Tages, tauchte Rebecca nicht in der Schule auf.
In der Mittagspause saß Stefanie wie immer bei uns, als der stellvertretende Schulleiter kam und mit einem Megafon zu uns allen sprach. Ich bitte euch alle um eure Aufmerksamkeit. Alle wurden still. Die Polizei hat gemeldet, dass unsere Mitschülerin Rebecca verschwunden ist. Stefanies goldene Haut wurde weiß. Sie erstarrte. Ihre Eltern machen sich große Sorgen um sie. Wenn jemand von euch etwas darüber weiß, kommt bitte nach der Schule zu mir und redet mit mir. Das ist alles. Stefanie, flüsterte ich. Ich hatte große Angst davor, was sie tun könnte. Sie sah mich an und sagte: Halt die Klappe jetzt! Sag einfach nichts! Sie stand auf und stürmte aus dem Essensraum. Ich rannte ihr hinterher. Stefanie! Stefanie! Was machst du denn da? Sie joggte weiter von mir weg, mit ihrem Handy in der Hand. Versuch mich ja nicht aufzuhalten, Jack. Wenn ich überleben will, werde ich mehr Zeit brauchen. Ich kann noch eine Woche bekommen, wenn ich jemand anderen verfluche. Und dann habe ich 3 Wochen Zeit, um einen Gegenstand zu finden. Stefanie, hörst du dir selbst zu? Wen willst du denn verfluchen? Du würdest jemand anderen umbringen für ein bisschen mehr Zeit? Schau, was aus dir geworden ist. Sie fing an zu weinen. Ich weiß verdammt nochmal, aber ich weiß, wen ich verfluchen werde. Keiner wird sie vermissen, das verspreche ich. Stefanie, das ist nicht richtig. Du kannst das nicht tun. Niemand hat das verdient. Lass mich dir helfen. Wir können gemeinsam ein Schutzobjekt für dich finden. Sie drehte sich um und zeigte mir ihr Mobiltelefon. In ihrem SMS-Postfach lag eine Nachricht, die lautete: Willkommen im Spiel. Sie hatte sie an Rottenbacher geschickt. Ich begann zu weinen. Dann klammerte ich mich an ihr fest, so gut ich konnte. Stefanie, ich liebe dich. Es tut mir so leid. Das ist nicht richtig. Nichts davon ist richtig. Sie hielt sich an mir fest und fing ebenfalls an, tief zu weinen. Wir hielten uns fast eine Stunde lang so. Ich erinnere mich noch daran, als wäre es gestern gewesen. An diesem Abend, bevor wir nach Hause gingen, beschlossen wir beide, dass wir uns am nächsten Tag auf die Suche nach einem Schutzgegenstand machen würden. Am nächsten Tag ging ich mit Stefanie nach der Schule den Weg entlang, als Rottenbacher mit seinem Handy auf uns zukam. Er war wütend. Er hielt es ihr vor das Gesicht. Soll das ein Witz sein, du blöde schlitzäugige Schlampe? Um ehrlich zu sein, fand ich, dass Rottenbacher das Recht hatte, ein wenig wütend zu sein. Sicher, er war ein perverser Nazi-Freak, aber bei all den Mordgerüchten, die im Umlauf waren, konnte ich mir vorstellen, dass jeder wütend darüber war, so eine SMS zu bekommen. Dennoch wollte ich nicht, dass jemand so mit meinem Mädchen spricht. Hey Kumpel, pass auf, was du sagst. So redet man nicht mit einer Lady. Lady? Diese verdammte Schlampe ist keine Lady. Sie ist nur eine Schlampe und sie hat versucht, mich umzubringen. Ich wette, du hast das andere Mädchen auch umgebracht, oder? Rebecca, sie wird deinetwegen vermisst, nicht wahr? Stefanie begann wieder zu weinen. Ich zog meinen Arm zurück und schlug so fest, ich konnte, auf Rottenbachers Gesicht ein. Er stolperte ein paar Schritte rückwärts und fasste sich an die Lippe, aus der ein wenig Blut tropfte, aber er behielt die Fassung. Ich erwartete halbwegs, dass er zurückschlagen würde, aber er stand einfach nur da. Nach einem Moment sprach er: Du verstehst es einfach nicht, oder, Stefanie? Ich bin schon im Spiel. Das war ich schon immer. Ich kenne den verdammten Spielstand, aber im Gegensatz zu dir habe ich noch nie jemanden verflucht. Schwachsinn, wenn das alles wahr ist, wie kannst du da noch? Plötzlich erinnerte ich mich an die Binde, die Rottenbacher um sein Bein trug und die ihn vor Schmerzen humpeln ließ, und an das, was Stefanie mir beim Mittagessen erzählt hatte. Jedes Mal, wenn ein neuer Schutzgegenstand entdeckt wurde, was auch immer es war, ließ er seinen Träger leiden. Dein Schutzgegenstand. Du hast einen. Stefanies Augen leuchteten auf. Es war klar, dass sie dasselbe erkannt hatte wie ich. Rottenbacher grinste. Ganz genau. Also dachte ich mir, deine Freundin sollte besser wissen, dass sie keine zusätzliche Zeit bekommt, wenn sie versucht, mich zu verfluchen. Das habe ich schon hinter mir. Die Tage vergingen, und so sehr wir uns auch bemühten, Stefanie und ich konnten nichts finden, was als Schutzgegenstand in Frage käme. Wir näherten uns der 2-Wochen-Frist und sie sah von Tag zu Tag ängstlicher aus.
Ihr Haar war durcheinander und ihr sonst so fröhliches Wesen war mürrisch und verzweifelt. Sie starrte während des Unterrichts ins Leere und betete ständig. Nachdem die zweiwöchige Frist verstrichen war, waren wir beide entsetzt. Sie kam zu mir in die Schule und sagte: Jack, ich möchte, dass du heute Nacht mit mir schläfst. Bleib die ganze Nacht bei mir. Lass es nicht an mir aus. Ich konnte nicht ablehnen. Ich tauchte später in der Nacht bei ihr zu Hause auf und kam durch ihr Fenster rein. Wir schliefen miteinander. Es war bittersüß. Sie schlief ein und hielt mich im Arm, aber ich lag fast die ganze Nacht wach, beobachtete und wartete, bis sie schließlich gegen 4.30 Uhr morgens vor lauter Erschöpfung einschlief. Als ich am nächsten Tag aufwachte, war alles, was ich denken konnte, Stephanie. Ich schaute mich verzweifelt um. Sie war nicht im Bett neben mir. Stephanie? Sagte ich lauter, als ich aus dem Bett kletterte und begann nach ihr zu suchen. Ich ging in ihre Küche. Psst, sei nicht so laut, sagte eine Stimme. Es war die von Stephanie. Ich drehte mich um und sah sie an einem runden Tisch in der Küche sitzen. Sie lächelte und schien so ausgelassen wie immer. Ich atmete erleichtert auf. Meine Eltern sind schon zur Arbeit gegangen, aber ich will nicht, dass die Nachbarn Verdacht schöpfen und etwas sagen. Ich weinte vor Erleichterung. Es war vorbei und sie war in Sicherheit. Ich rannte über den Küchenboden, umarmte sie und küsste sie auf den ganzen Körper. Alles war perfekt. 2 Wochen lang. Dann kam ich eines Tages in die Schule und 9 unserer Klassenkameraden waren verschwunden, einschließlich Sam. Alle waren in Aufruhr. Keiner wusste, was mit ihnen passiert war oder wo sie hingegangen waren. Keiner außer mir und der Person, die es getan hatte, Stephanie. Wenn die Zeitverlängerung jedes Mal halbiert wurde, wenn man jemanden ins Spiel brachte, dann hätten 9 Leute ihr etwas mehr als 2 Wochen gebracht. Was bedeutete, dass ihre Zeit heute Abend wieder ablaufen würde? Ich konfrontierte sie nach der Schule damit. Stephanie, die Polizei schöpft Verdacht. Du kannst das nicht mehr machen. Und ich kann nicht mehr zusehen, wie du das machst. Es ist falsch. Es ist böse. Sie sah mich schweigend an. Ich erinnere mich noch sehr genau an den Blick in ihren Augen an diesem Tag. Zu diesem Zeitpunkt war mir klar geworden, dass das Mädchen, das ich gekannt und geliebt hatte, schon lange weg war. Und alles, was übrig blieb, war eine seelenlose, böse Hülle, die sich an das Leben klammerte und den Tod mehr als alles andere fürchtete. Trotzdem liebte ich sie immer noch mehr als alles andere. Sie war meine erste und einzige Freundin und ich konnte sie nicht gehen lassen. Ich konnte nicht zulassen, dass ihr etwas zustieß. Es ist okay. Ich werde es nicht mehr tun. Ich habe akzeptiert, was ich tun muss und ich werde es tun. Niemand sonst wird wegen mir sterben. Stephanie, bist du sicher? Vielleicht finden wir noch einen Schutz für dich, wenn wir jetzt suchen. Sie sah traurig zu Boden. Es hat keinen Sinn, jetzt davor wegzulaufen. Ich möchte nur die Nacht mit dir verbringen, okay? Eine weitere Nacht zusammen. Das ist alles, was ich will. Ich war untröstlich. Alles war zu melancholisch und zu melodramatisch. Ich war so traurig, als ich ihre Worte hörte und musste mich übergeben. Ich kotzte und würgte immer wieder in einen nahegelegenen Mülleimer und versuchte, einen endlosen Strom von Tränen zurückzuhalten. In dieser Nacht schlief sie wieder mit mir. Gekränkt, schwach und müde schlief ich um 3 Uhr morgens vor lauter Erschöpfung ein. Weniger als eine Stunde später wachte ich jedoch mit einem Schreck auf. Stephanie war verschwunden. Ich setzte mich auf und sah mich erschrocken um. Dann fand ich einen Zettel. Ich las ihn. Jack, es tut mir leid, dass ich dich wieder angelogen habe, aber ich bin auch nicht bereit zu sterben. Ein Schauer lief mir über den Rücken. Ich habe mir überlegt, was ich tun muss. Keine Sorge, wie ich versprochen habe, wird niemand wegen mir sterben. Was sollte ich denken? Ich sah mich in meinem Zimmer um. Plötzlich bemerkte ich, dass die Kaliber 45 Pistole, die mir mein Vater zu meinem 18. Geburtstag geschenkt hatte, fehlte. Und alles machte einen Sinn. Deshalb hatte sie heute Nacht bei mir übernachten wollen. Sie wollte meine Pistole. Sie hatte vor, Rottenbacher aufzusuchen und seinen Schutzgegenstand zu nehmen. So schnell ich konnte, warf ich mir ein paar Klamotten über und raste zu meinem Wagen. Ich raste los in Richtung Rottenbachers Wohnung. Als ich dort ankam, war das Schloss zerschossen und drinnen waren Stimmen zu hören. Ich stieß die Tür auf.
Was ist denn hier los? Ich schaute mich um. Stefanie hielt Rottenbacher mit meiner 45er in Schach. Die Wände der Wohnung waren mit Bildern von Adolf Hitler und Hakenkreuzbannern bedeckt. Auf dem Fußboden im Schlafzimmer lagen Peitschen und Ketten verstreut. Rottenbacher stapfte in einem langärmeligen Pyjama herum und beschimpfte sie mit seinen typischen Neonazi-Floskeln. Schrie sie an, mit Hausfriedensbruch, die Polizei rufen und so weiter. Er trug sogar diese blöde Nazi-Armbinde. Es war offensichtlich, dass dieser Typ ein verrückter Fanatiker war. Stefanie schrie ihn an. Halt die Schnauze! Sie feuerte einen Schuss auf die Wand hinter ihm ab und zuckte zusammen. Ich erinnere mich, dass meine Ohren von der Lautstärke des Schusses und einem scharfen Schmerz in meinem Innenohr klingelten. Aber ich war zu angespannt, um mir in diesem Moment darüber Gedanken zu machen. Jetzt gib mir dieses Stacheldrahtfolterding, das du immer trägst, oder ich bringe dich auf der Stelle um. Ihre Stimme war voller Bosheit. Rottenbacher blieb einen Moment lang stehen und begann langsam sein Pyjama auszuziehen. Du machst einen großen Fehler. Du sollst einfach akzeptieren, wie die Dinge sind, und in Würde sterben. Damit wirst du nicht durchkommen. Er entfernte den Gegenstand von seinem Bein, aus dem eine kleine Menge Blut tropfte, und reichte ihn ihr. Sofort schob sie ihn mit einer Hand auf ihr eigenes Bein und fummelte an meiner Pistole herum, während sie ihn festzog, bis es schmerzte und ihr eigenes Bein ein wenig zu bluten begann. Lass uns gehen, Jack, flüsterte sie und wandte sich zum Gehen. Aus der Wohnung hörte ich Rottenbachers Rufe. Damit kommst du nicht durch. Er wird dich holen kommen und dich in die Hölle schleifen für das, was du getan hast. Du wirst für all diese Kinder bezahlen. Ich konnte sehen, dass sie ein wenig schluchzte, als wir weggingen. Mir war schlecht. Ich ekelte mich vor Stefanie, weil sie so grausam und selbstsüchtig war. Und ich ekelte mich vor mir selbst, weil ich all das sah und die Anzeichen erkannte und nichts tat, um es zu verhindern. Aber wenigstens würde es jetzt vorbei sein. Als wir zu meinem Wagen zurückgingen, sprach ich ein kleines Gebet für Rottenbacher in der Hoffnung, dass er innerhalb von 2 Wochen ein neues Schutzobjekt finden würde. Er mochte ein rassistischer Bastard gewesen sein, aber in gewisser Weise war er immer noch besser als Stefanie, wenn das, was er darüber sagte, dass er nie jemand anderen verflucht hatte, wahr war. Er hatte es nicht verdient, nur deswegen zu sterben. Ich fuhr Stefanie nach Hause. Sie war erschöpft. Ich hätte ihr einen Kuss auf die Wange gegeben, aber ich war zu gekränkt und wollte nur, dass die ganze Tortur vorbei war. Gute Nacht, flüsterte ich ihr zu. Gute Nacht, Jack. Ich liebe dich, flüsterte sie zurück, stieg aus meinem Wagen und ging zurück zu ihrem Haus. Ich begann nach Hause zu fahren, erschöpft von den Ereignissen des Tages. Plötzlich begann mein Mobiltelefon zu vibrieren. Ich nahm es ab. Es war ein Anruf von Stefanie. Ich antwortete. Hallo? Das erste, was ich hörte, war ein Schrei, gefolgt von etwas, das sich anhörte, als würde man an ihre Tür hämmern. Jack! Jack! Hilfe! Er ist hier! Er ist hier! Und er kommt zu mir! Was? Warte mal! Stefanie? Ich machte eine Kehrtwende und raste zurück in Richtung ihres Hauses. Stefanie wurde immer verzweifelter. Plötzlich hörte ich am anderen Ende der Leitung, wie ihre Tür eingeschlagen wurde. Gefolgt von einem weiteren Schrei. Ich konnte hören, wie Stefanie aus vollem Halse schrie. Ein grässlicher, blutiger Schrei. Ich erinnere mich noch genau an jeden Moment. Und ich erinnere mich an ihre Schreie Wort für Wort. Nein, nein, ich will nicht sterben. Adrenalin schoss durch mein Herz und ich trat aufs Gaspedal. Nein, 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 stopp! Sie schrie wieder und ich hörte, wie das Telefon auf dem Boden aufschlug und Stefanies Schreie sich immer weiter entfernten. Stefanie, antworte mir verdammt nochmal! Da ich keine Antwort bekam, legte ich auf und rief die Polizei. Als ich bei Stefanies Haus ankam, war die Eingangstür eingeschlagen worden. Ich packte mein Auto auf ihrem Rasen und sprang heraus, wobei ich meine 45er-Kaliber mitnahm.
Ich rannte hinein und durchsuchte die Flure. Alles war wie in Zeitlupe. Dann kam ich zu Stefanis Schlafzimmer. Ich schaltete das Licht an und überprüfte alle Ecken mit meiner Pistole. Schließlich ließ ich die Pistole sinken, als mir in der Mitte des Raumes etwas ins Auge fiel. Stefanis Mobiltelefon lag auf dem Boden neben ihrem Bett. In der Mitte des Raumes, im Teppich, war ein sehr kleiner Blutfleck. Es waren nicht mehr als ein paar Tropfen. Aber der erschreckendste Anblick von allen war, dass von der Bettkante bis zur Tür ihres Zimmers, die in den Flur hinausführte, eine Spur von Kratzspuren war, die sie hinterlassen hatte, als etwas oder jemand sie in ihr Verderben gezerrt hatte. Ich konnte es nicht mehr ertragen. Ich drehte mich um und verließ ihr Zimmer. Auf dem Weg nach draußen konnte ich nicht umhin zu bemerken, dass sie sich die meisten ihrer Fingernägel ausgerissen hatte, als sie sich in den Teppich krallte. Und dass sie verstreut neben den Spuren lagen, die ihre Finger hinterlassen hatten. Ich ging hinaus auf die Straße und übergab mich erneut. Ich konnte die Sirenen in der Ferne hören. Tage vergingen, dann Wochen, dann Monate. Die Polizei führte Ermittlungen durch. Sie befragten mich immer wieder und jedes Mal waren meine Geschichten die gleichen. Ich erzählte ihnen die Wahrheit, wie ich sie kannte, so unglaublich sie auch war. Ich glaube nicht, dass sie mir glaubten, aber alle Beweise stützten meine Geschichte und es gab nichts, was mich in irgendeines der Verbrechen verwickelte, also ließen sie mich schließlich gehen. Die Dinge kehrten allmählich zur Normalität zurück. Unsere Klasse erholte sich schließlich von den Verlusten so vieler unserer Klassenkameraden und mit der Zeit akzeptierte mein Verstand irgendwie, was geschehen war, bis es wie ein ferner Traum erschien. Ich machte meinen Abschluss und studierte danach an einer Universität. Jedoch gab es eine Sache, die mir immer noch zu schaffen machte, und das war Rottenbacher. Er hatte recht gehabt. Obwohl Stefanie seinen Gegenstand mitgenommen hatte, war er nie so verschwunden wie sie und die anderen. Wenn man Rottenbacher heute noch sieht, trägt er immer noch diese rote Nazi-Hakenkreuz-Armbinde. Als ich noch ein Kind war, wuchs ich in einem kleinen Dorf auf, welches an mehreren großen Wiesen, Wälder und Felder grenzte. Meine Nachbarn waren, wie das auf einem Dorf wohl so üblich ist, sehr spießige Personen, die vieles manchmal zu ernst und vor allem zu genau nahmen. Einmal regten sie sich sogar so sehr auf, dass sie den Leuten mit dem Ordnungsamt oder mit der Polizei drohten, sollte ein fremder Hund noch einmal gegen ihre frisch geschnittene Hecke pinkeln. Unser Dorf ist eines der langweiligsten und gefühlt auch vergessenen Ortschaften im Umkreis gewesen. Wir besaßen nicht einmal eine Busverbindung und die nächste Stadt war mehrere Kilometer weit entfernt. Somit war es eher selten, dass ein Auto unseren Ort durchstreifte. Mein kleines Heimatdorf ist schon immer, seitdem ich dort geboren bin, sehr langweilig und eintönig gewesen. Man konnte nie irgendwas Dummes anstellen oder jemandem einen lustigen Streich spielen, ohne dass es sich im Dorf herumgesprochen hatte. Das Einzige, was für mich als Kind positiv war, waren meine beiden besten Freunde Florian und Kai. Sie wohnten auch mit ihren Familien in unserem Ort und beide nur ein paar wenige Straßen weg von mir. Durch meine Freunde wurde jeder Ort, an dem wir früher unser Unwesen trieben, in meinen Augen magisch. Im Winter gab es Schneeballschlachten ohne Unterlass und im Sommer, wenn die Natur anfing zu strahlen, bauten wir uns aus Holz Indianerhütten im Wald oder nisteten uns auf den goldenen Stoppelfeldern in den daraufstehenden Strohballen ein. Insgesamt erfuhren wir eine sehr glückliche Kindheit und erlebten viele wundervolle Dinge, die ich nie vergessen werde. Allerdings gab es eine Sache, vor der ich mich schon immer gefürchtet habe. Es war das große Kornfeld, welches sich direkt gegenüber von Florians Haus befand. Das Kornfeld war wahrscheinlich das größte Feld, das ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Es funkelte und strahlte jedes Mal aufs Neue, sobald die warmen Strahlen der Mittagssonne seine Kornähren sanft berührten, und es zog sich über gefühlte Weiten hinweg. An den kochend heißen Sommernachmittagen spielten wir immer ausgelassen Verstecken oder Fangen. Wenn es aber abends wurde und es langsam aber unauffällig anfing zu dämmern, verwandelte sich dieses harmlose Kornfeld ausgerechnet in den schlimmsten Ort, den ich in meiner Kindheit gekannt habe. Überall hinter jedem kleinen Strauch raschelte und knisterte es leise und man konnte nun in der Dunkelheit, die sachte einbrach, nichts mehr sehen, geschweige denn erkennen. Florian und Kai behaupteten immer wieder aufs Neue, dass ich Gespenster sehen würde und in Wirklichkeit doch einfach nur ein großer Angsthase wäre.
Ich war jedoch schon immer fest überzeugt davon, dass ich irgendwas in diesem Feld versteckt halten und uns tagsüber beim Spielen beobachten würde. Und nur darauf wartete, bis sich jemand von uns, wenn die Nacht einbricht, in der Dämmerung verirrte, um sich dann einen von uns zu schnappen und das Opfer in Ruhe zu quälen. Mit der Zeit wurden wir jedoch älter und fingen an, neue Interessen zu entwickeln, als zusammen zu spielen oder Entdeckungen zu machen. Wir fingen an, uns langsam und unbemerkt auseinanderzuleben. Wir unternahmen gefühlt gar nichts mehr miteinander und ich hatte die beiden beinahe schon fast vergessen, als ich an einem Abend plötzlich angerufen wurde. Es war ein Gruppenanruf von Florian und Kai. Ich war sehr verwundert und nahm diesen sofort an. Yo Leute, hier ist Strohmann. Meine Alten fahren für ein ganzes Wochenende an den See, das heißt, ich hab sturmfrei. Wie sieht's aus? Bock auf Party? Ohne lange zu zögern, stimmten Kai und ich unmittelbar nach der Frage gleichzeitig zu, so als wäre die Antwort einstudiert gewesen. Nice! Ich freue mich, Leute, und vergesst die Getränke nicht, falls ihr noch irgendetwas extra haben wollt. Ansonsten können wir uns aber auch einfach Getränke aus der Hausbar im Keller holen. Ich freute mich wirklich sehr, nach langer Zeit nochmal etwas mit meinen alten besten Kumpels zu unternehmen. Mitten in der Nacht, während ich mir am PC noch ein paar Videos auf YouTube ansah, vibrierte plötzlich mein Handy mit dem vertrauten Ton, wenn eine Nachricht eingetroffen war und WhatsApp ploppte auf. Es war eine Nachricht von Flo in unserer WhatsApp-Gruppe. Ich öffnete mein Handy verwundert, um die Nachricht von Florian zu lesen. Hey Leute, wisst ihr noch, was für eine Angst Finn früher vor diesem Feld gegenüber von meinem Haus hatte? Ich fand das zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht lustig. Doch ich wollte uns jetzt durch meine angepisste Art nicht die gute Stimmung vermiesen und schrieb zurück. Ja Mann, als Kleinkind habe ich aber auch jeden Mist geglaubt. Oh ja, das hast du wohl. Am nächsten Morgen wachte ich früh von meinem scheppenden Wecker auf. Ich musste noch einiges zusammenpacken für die Nacht und mein Bauch fing an zu kribbeln vor Vorfreude, sobald ich nur ansatzweise anfing, an heute Abend zu denken. In meinen Rucksack packte ich eine Decke, ein Kissen, etwas Alkohol und unter anderem noch Partyspiele sowie Snacks ein. Durch das Packen meiner Tasche habe ich die Nachricht von Flo nicht bemerkt und las diese erst ungefähr um 18.30 Uhr. Yo Digga, bist du schon unterwegs oder dauert es noch lange? Kai ist schon längst hier. Ich schrieb kurz zurück, dass ich nun unterwegs sei, während ich meinen Rucksack nahm und mich auf den Weg machte. Bevor ich das Haus verließ, meldete ich mich nur noch kurz bei meinen Eltern ab, die mir viel Spaß wünschten, und zog los. Ich freute mich wirklich sehr auf den anstehenden Abend. Doch als ich an Florians Straße angekommen war, sah ich wieder das Kornfeld, vor dem ich mich schon früher gegruselt habe. Es fing schon an zu dämmern und die Kornstängel bewegten sich langsam und lautlos im kühlen Abendwind hin und her. Ich könnte schwören, dass ich etwas in der Dämmerung durch das nun tiefschwarze Kornfeld huschen gesehen habe. Ich blickte angestrengt und tief mit meinen Augen in das weite Feld, doch ich konnte nichts außer ewige Dunkelheit darin erkennen. In meinen Gedanken versunken, hörte ich plötzlich eine Haustür rechts hinter mir aufgehen und eine vertraute Stimme begrüßte mich mit den Worten: Ja, kommst du jetzt rein oder willst du noch länger wie ein Besessener dort stehen und in das Feld starren? Du musst dich beeilen, denn das Bier ist bald weg. Sofort wandte ich mich von dem Kornfeld ab und antwortete: Hey Jungs, schön euch zu sehen. Es war ein wirklich toller Abend, mal wieder zusammen mit meinen besten Freunden. Es fühlte sich fast schon wieder so wie früher an und die Zeit verging wie im Flug. Wir spielten Trinkspiele und schauten einen Horrorfilm nach dem anderen. Gegen 2 Uhr schaltete Kai plötzlich den Fernseher aus und behauptete, etwas am Fenster neben der Küche gesehen zu haben. Florian motzte ihn an, wieso er dafür jetzt den Fernseher ausgemacht habe und dass er sich mal nicht so cool fühlen solle, nach dem Horrorfilm so eine Angst zu verbreiten. Kai war jedoch fest davon überzeugt, etwas gesehen zu haben. Ich hielt mich zurück und entspannte mich ein bisschen. Ich schaute aus dem Fenster vom Balkon und mein Blick wanderte Richtung Kornfeld. Dort bewegte sich etwas. Und tatsächlich, dort stand einsam und regungslos eine Vogelscheuche. Ich konnte ziemlich schwer etwas durch die Dunkelheit erkennen, doch ich sah, dass sie einen Strohhut trug und ein Hemd anhatte. Sie schaute zu uns rüber und ich hatte irgendwie das Gefühl, dass sie uns schon eine ganze Weile lang beobachtete. Doch plötzlich wurde ich von einer Stimme aus meinen Gedanken herausgerissen. Finn, wie findest du eigentlich die Idee?
Hörst du uns überhaupt noch zu? Oh, sorry Leute, aber könnt ihr auch die Vogelscheuche auf dem Feld da hinten sehen? Die beiden antworteten mit Nein und ich sah in ihren Gesichtern, dass sie mich wieder für so verrückt wie früher hielten. Als ich wieder verwundert Richtung Feld sah, stand dort wirklich keine Vogelscheuche mehr und ich hielt mich selbst für paranoid. Aber ich konnte mir das doch gerade nicht eingebildet haben, oder etwa doch? Naja, egal, ich hoffe, du bist nun anwesend, denn die Frage war folgende. Ich habe mal einen mega geilen Horrorfilm gesehen, in dem ein Typ so eine Kreatur auf dem Kornfeld beschworen hat und das könnten wir doch auch versuchen, oder? Fragte Florian. Ich wusste erst nicht recht, doch nickte dann, weil ich die anderen nicht enttäuschen wollte. Wir bereiteten also alles vor, um das Ritual durchzuführen. Ich war mir die ganze Zeit überhaupt nicht sicher, ob das so eine gute Idee war, aber an dieser Stelle konnte man es auch nicht mehr rückgängig machen. Wir gingen runter in den Keller, um uns Kerzen und ein Holzkreuz zu holen. In der Küche nahm Kai noch ein Paket Salz zur Sicherheit mit. Wir konnten also nun mit dem Ritual beginnen und ich musste schlucken, als ich auf der Uhr im Wohnzimmer sah, dass es 3.10 Uhr war. Florian sagte uns, dass wir nun flüstern sollten und uns in den Garten begeben müssten. Dabei dürften wir auf gar keinen Fall Richtung Feld blicken. Als wir die Steinstufen, die in den Garten hinunterführten, entlang gingen, merkte ich, wie meine Knie nervös anfingen zu zittern. Ich sah in Kais Gesicht deutlich, dass er zu diesem Zeitpunkt genauso eine Angst verspürte, wie ich es tat. Wir stellten uns unter die große Trauerweide in Florians Garten. Unser Blick ging dabei die ganze Zeit in Richtung Haus. Mich überkam ein unangenehmes Gefühl, beobachtet zu werden, und ich sah aus dem Augenwinkel die Vogelscheuche, die erneut regungslos auf dem Feld stand. Das, was wir jetzt getan haben, sollten wir noch bitter bereuen. Florian fing an zu flüstern. Jau, wer aber wird die Krähen verscheuchen? Dabei hielt er die ganze Zeit krampfhaft und nervös seine Kerze fest. Es vergingen ein paar Sekunden, die sich wie eine Ewigkeit anfühlten, bis ich plötzlich spürte, wie jemand seine Hand auf meine Schulter legte. Aus dem Augenwinkel sah ich, dass die Vogelscheuche wieder von ihrem Platz verschwunden war. Kais Gesicht war mindestens genauso bleich wie meins. Florian fing noch einmal mit nun zittriger Stimme an zu sprechen. Leute, aber wer wird die Krähen verscheuchen? Dann war erneut Stille. Man konnte das Klappern von Florians Zähnen so laut hören, als würde jemand mit einem Hammer gegen eine Betonwand schlagen. Plötzlich zerbrach eine Stimme hinter uns die Ruhe, die mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Sie hörte sich wie scheppende Ketten an und war schriller und höher als keine andere Stimme, die ich bislang in meinem Leben gehört habe. Das wird nun eure geringste Sorge sein. Ein kalter Schauer überkam mich und ich wäre am liebsten einfach losgelaufen. Doch meine Beine waren gefühlt festgewachsen am Boden und ich konnte nicht. Ich hatte Gänsehaut am kompletten Körper. Wir blieben noch eine gefühlte Ewigkeit wie angewurzelt unter der Weide stehen, als plötzlich Florian langsam und unsicher Richtung Haustür ging, ohne sich auch nur einmal umzudrehen. Ich weiß nicht wieso, aber Kai und ich machten es ihm reflexartig nach, als wäre es so geplant gewesen. Das Gefühl, dass das Wesen, das sich nun hinter uns befindet, uns jede Sekunde ohne Probleme packen könnte, ließ mich nicht los. Wir gingen die Treppe zur Haustür hoch, als nur einen kurzen Moment später der Druck von meiner Schulter verschwunden war. Ich wusste nicht, ob ich nun unsicher oder erleichtert sein sollte. Doch als wir wieder im Hausflur standen und Florian die Tür hinter uns abschloss, war ich erstmal ziemlich erleichtert und dachte, dass alles vorbei wäre. Florian fing an, mit einem ernsten Ton zu flüstern. Leute, es hat tatsächlich funktioniert. Ich erkläre euch nun die Spielregeln für die Nacht, verstanden? Kai und ich nickten stumm. Wir haben jetzt genau 10 Minuten Zeit, alle Schubladen und Fenster im Haus abzuschließen. Dabei dürfen wir niemals in den Garten schauen. Danach gehen wir sofort oben zu mir ins Schlafzimmer und schließen uns ein. Wir dürfen das Salz und das Kreuz auf gar keinen Fall unten vergessen. Dort bleiben wir dann bis 6 Uhr morgens und dürfen das Zimmer niemals verlassen, okay? Wir beide nickten erneut. Danach verteilten wir uns im Haus, um alles abzuriegeln. Florian und ich oben und Kai unten. Als ich oben im Schlafzimmer von Florians Eltern stand, fiel mir etwas im Augenwinkel auf, was mir einen kalten Schauer über den Rücken laufen ließ. Dort, fast direkt hinter mir in der Ecke, stand ein kreidebleicher Mann, welcher mich emotionslos die ganze Zeit anstarrte.
Ich erschrak und wollte mich reflexartig zu ihm hindrehen, als plötzlich jemand meinen Kopf festhielt. Ich musste schlucken, als ich Florian hinter meinem Ohr flüstern hörte. Beachte ihn nicht. Er wird dir nichts tun, solange du ihn nicht beachtest. Das ist der Aufseher. Er beobachtet uns nur, um sicherzugehen, dass wir uns an die Regeln halten und keinen Fehler machen. Ich nickte zwar, doch es fiel mir unheimlich schwer, ihn nicht zu beachten. Einmal stand er direkt hinter mir und schaute mir über die Schulter, als ich mit zitternden Fingern die Schublade vom Nachttisch abschließen wollte. Es dauerte eine Weile, bis alles im oberen Stockwerk abgeschlossen war. Als wir fertig waren, waren die 10 Minuten fast abgelaufen. Florian sagte mir, dass ich nun Kai holen sollte und er oben alles vorbereiten würde. Allerdings konnte ich Kai nicht finden und ich wollte mir gar nicht erst ausmalen, was passieren würde, wenn wir nach Ablauf der Zeit noch nicht im Zimmer wären. Ich suchte erst im Badezimmer, doch da war er nicht. Im Wohnzimmer war auch keine Spur von Kai. Ich ging in die Küche und dort sah ich ihn stehen. Kai stand dort regungslos und sein Gesicht war kreidebleich. Um seine Augen war er fahl, fast schon gräulich. Er wirkte leblos. Seine Augen waren offen und starrten irgendwo verstört hin. Dann bemerkte ich es. Kai sah direkt aus dem Fenster. Instinktiv erinnerte ich mich, dass es ein Verstoß gegen die Regeln war, in den Garten zu schauen. Ich wollte ihn rufen, doch ich bekam keinen Ton aus meinem Mund heraus. Er sah so schockiert und verstört aus, dass ich mir nicht vorstellen wollte, was oder wen er gerade in dem Zeitpunkt im Garten sah. Plötzlich kam Florian reingelaufen und als er Kai am Fenster stehen sah, lief er mit geschlossenen Augen auf ihn zu. Sofort hielt er seine Augen mit den Händen verdeckt und riss ihn zu Boden. Kai kam sofort zu sich und Florian wollte ihn für seine Dummheit anschreien, doch er musste flüstern. Kai wollte weinen, war aber komplett verängstigt und verstört von dem, was er draußen gesehen hatte. Ich stand dort einfach nur und konnte mich nicht bewegen. Durch den Ausdruck in Kais Gesicht war ich mir sicher, dass er das, was er draußen gesehen hatte, nie wieder aus seinem Kopf verdrängen könnte. Es dauerte ein paar Sekunden, in denen man nur das Schluchzen von Kai hörte, als plötzlich ein grausamer Schrei aus dem Garten zu uns in die Küche eindrang. Es hörte sich wie ein dämonisches Keuchen an, so als würde gerade jemand qualvolle Schmerzen erleiden. Ich hielt mir die Ohren zu und sah, wie Kai unten am Boden unter dem grausamen Schrei litt, das immer intensiver und qualvoller zugleich wurde. In dem Augenblick sprang Flo auf, packte Kai am Kragen und zog ihn hinter sich her. Dann packte er mich am Arm und schleppte uns beide hinter sich die Treppe hinauf zu seinem Zimmer. Unten hörte ich, wie jemand mit scharfen Klauen an dem Fenster entlang kratzte, an dem wir gerade eben noch davor standen. Florian knallte die Tür hinter uns zu und ich sah, wie seine Hände panisch zitterten, als er die Tür abschloss. Dabei befahl er mir sofort, die Gardinen zuzuziehen. Danach gab er Kai das Kreuz in die Hände und überschüttete ihn panisch mit Salz. Im Anschluss zog er eine Salzlinie vor die verriegelte Zimmertür und schaute uns beide mit einem verängstigten Blick tief in die Augen. »Tut mir bitte einen Gefallen und versteckt euch! Sofort!« Daraufhin nahm er Kai an die Hand, der komplett geschockt am Wimmern war, und steckte ihn in den Kleiderschrank mit den Worten, dass er bitte nicht zu laut sein sollte. Das Letzte, was ich von ihm sah, bevor ich die Schranktüren schloss, war sein Gesicht, das mich wie ein kleiner Welpe hilferufend anblickte. Wenige Minuten später hörte ich, wie jemand unten mit voller Wut versuchte, die Haustür einzutreten. Ich selbst versteckte mich in der Holztruhe, die in der hinteren Ecke des Zimmers stand. Durch den kleinen Spalt darin konnte ich sehen, was als nächstes passierte. Das würde ich wohl nie wieder vergessen können. Ich sah erst, wie Florian einen Salzkreis um das komplette Bett zog und sich anschließend darunter versteckte. In dem Moment wurde die Tür mit einem derart lauten Knall eingetreten, dass es das ganze Haus erschüttern ließ. Es waren dumpfe, rumpelnde Schritte unten zu hören und ein so schrecklich schrilles Lachen, welches mir das Blut in den Adern gefrieren ließ. Dann war Stille, bis plötzlich die Kreatur mit mühsamen, schweren Schritten die Treppe hinaufstieg. Ich betete in dem Moment, dass die Zimmertür standhalten und wir diese Nacht überleben würden. Vor der Zimmertür blieb die Kreatur kurz stehen, bevor sie dann mit ihren langen Krallen ohne wirkliche Probleme die Tür aus den Angeln riss. Nun konnte ich nachvollziehen, warum Kai so verstört gewesen ist. In dem Türrahmen stand eine 2 Meter große Vogelscheuche. Diese besaß Krallen, die bis zum Boden ragten. Ihr rot-schwarz kariertes Hemd war dreckig und zerrissen. Ein Gesicht konnte ich nicht erkennen. Ich war mir nicht einmal sicher, ob sie überhaupt eines besaß.
Was dann passierte, ging sehr schnell. Die Kreatur zog Richtung Kleiderschrank und lachte dabei wieder so grausam wie vorhin. Sie riss die Schranktür mit einem Ruck auf. Dort sah ich Kai, der sofort anfing, ohrenbetäubend zu schreien. An diesen Schrei werde ich mich für den Rest meines Lebens erinnern, bevor die Vogelscheuche ihre langen Klauen in seinen Bauch rammte und drei große Löcher in seiner Magengrube hinterließ. Danach nahm sie seinen leblosen Körper mit und zog ihn hinter sich her. Sie verließ das Schlafzimmer ohne einen Blick zurück und man hörte, wie sie Kais Leiche hinter sich die Treppe hinunterschliff und aus der Eingangstür hinaustrat. Bis 6 Uhr morgens traute sich niemand von uns aus seinem Versteck. Ich ging davon aus, dass das Wesen zurückkommen würde, um mich und Florian ebenfalls aufzusuchen. Doch nichts geschah. Um Punkt 6 Uhr kam Florian aus seinem Versteck gekrochen und ging auf die Truhe zu, in der ich saß. Er öffnete sie und ich sah seine Augenringe, die sich wie mit Filzstift unter seinen Augen eingraviert hatten. Als wir uns runterschlichen, sahen wir, dass alles aufgeräumt war und die Tür kein bisschen beschädigt worden ist. Doch auf dem Küchentisch fanden wir einen Zettel, auf dem mit dicker schwarzer Tinte etwas geschrieben wurde. Ihr habt das Spiel gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Doch schaut nie wieder zwischen 3 und 6 Uhr morgens in ein Kornfeld. Oder wir werden uns wiedersehen. Wir beide schluckten und redeten den ganzen Morgen kein einziges Wort miteinander. Als die Sonne aufging, lief ich ohne ein Wort zu Flo zu sagen nach Hause. Mein Leben veränderte sich ab dem Tag drastisch. Der Kontakt zu Flo brach ab und wir schrieben nicht einmal mehr miteinander. Ich studierte und habe an der Uni als Student neue Leute kennengelernt. Was aus Florian wurde, weiß ich nicht. Eines Abends, einige Jahre später, kam ich um 4 Uhr von einer Party nach Hause und ging komplett erschöpft in mein Schlafzimmer. Meine kleine Studentenbude liegt gegenüber von einem Kornfeld. Und als ich diese Nacht aus dem Fenster sah, ließ es mir das Blut in den Adern gefrieren. Dort in dem Kornfeld stand ein Junge mit 3 Löchern im Bauch und einem Sack über den Kopf gestülpt. Er zeigte mit seinem Zeigefinger direkt in meine Richtung. Ich rieb mir die Augen und als ich wieder aufsah, war der Junge verschwunden. Ich musste wohl zu viel getrunken haben, dachte ich mir und ging sofort ins Bett. In der Nacht quälte mich ein furchtbarer Albtraum. Ich träumte davon, dass es 5 Uhr morgens war und diese Vogelscheuche in mein Zimmer hereinkam und mich quälte. Sie folterte mich und lächelte mir zum Schluss tief ins Gesicht mit den Worten: Hättest du dich nur an die Abmachung gehalten? Ich wachte schweißgebadet auf und schaute auf meinen Wecker. Es war kurz vor 5 und in dem Flur meiner Wohnung war ein fürchterliches, schrilles Lachen zu hören, gefolgt von Schritten, die sich meinem Zimmer näherten. Eines Tages hörte ich von einem Spiel namens The Elevator Game. Nun, ich liebe urbane Horrorgeschichten, aber ich glaube nicht wirklich daran. In meinen jungen Jahren hatte ich bereits vieles davon mit meinen Freunden ausprobiert, sei es 3-mal Bloody Mary in den Spiegel sagen oder in den Wäldern nach Bigfoot suchen. Vielleicht bin ich eine Art Adrenalin-Junkie und spiele deshalb immer wieder mit dem Übernatürlichen. Bislang war alles harmlos. Doch dieses Spiel hier ist nicht nur eine Legende. Es ist sehr real. Ich wusste ganz genau, wo ich das Fahrstuhlspiel in meiner Kleinstadt spielen konnte. Es gab im Grunde nur ein extravagantes Hotel hier in der Nähe, das die historische Innenstadt zehrte und mehr als 10 Stockwerke besaß. Ziemlich knifflig, weil Gäste das Hotel zu jeder Stunde der Nacht nutzen konnten. Und dennoch war es meine einzige Option. Ich würde das nachts machen müssen. Es war Sommer, also kamen die Leute aus der ganzen Welt, um den lokalen Wein zu trinken, und die Weingüter hatten spät geöffnet. Da ich als Kind zu kleinen Kongressen ging, die von Wohltätigkeitsorganisationen im Ballsaal veranstaltet wurden, wusste ich, dass es den Hauptaufzug in der Lobby und einige kleinere Aufzüge hinter der Rezeption gab. Diese würden mein Ziel sein. Ich schlich um 3 Uhr morgens durch die Eingangstür, setzte mein schönstes Lächeln auf und zwinkerte der Empfangsdame auf dem Weg zu ihrem Schreibtisch zu. Doch sie sah mich nicht einmal an. Mit verschwitzten Handflächen stieg ich in den kleinen Aufzug und begann die Knöpfe zu drücken.
Zu meiner Überraschung unterbrach mich niemand, als ich zwischen den Etagen hin und her fuhr, wobei ich kaum auf meinen Spickzettel schaute, den ich für den Fall, dass ich etwas vergaß, geschrieben hatte. Ich drückte den Knopf für den 5. Stock und das Adrenalin stieg, als ich mich dem Ende des Spiels näherte. Dann passierte etwas. Eine Frau betrat mit mir den Aufzug. Ihre Haut hatte eine graue Blässe, ihr Haar war kurz geschnitten und dunkelschwarz. Sie trug einen grauen Anzug und eine große schwarze Tasche. Ich schaute sie nicht an. Durch meine Peripherie konnte ich sehen, wie sie mich ansah. Bildete ich mir das nur ein oder war ihr Lächeln breiter als normal? Ihre Zähne schienen falsch zu sein. Doch ich traute mich nicht nachzusehen. »Hallo, Darling«, murmelte sie, als sie sich neben mich stellte und den Türen zuwandte. Sie könnte durchaus eine weitere reiche Weintouristin sein, die nach einer durchzechten Nacht auf dem Weg zu ihrem Zimmer war, aber ich hatte Angst. Sie hörte nicht auf, mich anzuschauen. Ich drückte den Knopf für den 1. Stock, aber der Aufzug fuhr in den 10. Das war echt. Das passierte wirklich gerade. Schweiß tropfte mir von den Schläfen und ich starrte auf den Spalt in den Türen, wollte, dass der Aufzug schneller fuhr, damit ich gehen konnte. Was für eine Art von Kreatur war sie? Wie würde sie mich für sich einnehmen? Mein Herz raste. Als sich die Türen im 10. Stock endlich öffneten, stürzte ich aus dem engen Aufzug so schnell ich konnte. Ich hörte ihre Stimme hinter mir. »Wo willst du hin?« Ich hatte keinen Platz mehr, denn die 10. Etage war ein sehr kleiner Flur, in dem nur ein paar der teureren Zimmer im obersten Teil des Hotels untergebracht waren. Ich straffte meine Schultern und blickte nicht zurück, bis ich hörte, wie sich die Türen wieder schlossen. Erleichterung überkam mich und ich konnte in Ruhe ausatmen. Mit ein paar Atemtechniken versuchte ich, meinen Herzschlag langsamer werden zu lassen und versuchte zu akzeptieren, was passiert war. Das Spiel mit dem Aufzug hat funktioniert. Alles ist so gelaufen, wie das Spiel es gesagt hat. Und jetzt bin ich in der obersten Etage eines Hotels in einer anderen Dimension. Als ich mich umsah, war alles in einen roten Schein getaucht. Alle Lichter waren aus. Ich konnte kaum etwas sehen. Es gab ein kleines Fenster an der nördlichen Wand, aus dem das ganze Licht zu kommen schien. Ich ging zu diesem Fenster in der Erwartung, das Kreuz am Himmel zu sehen, aber ich sah nichts als rot. Ich wusste nicht, wo der Horizont war oder ob es unter mir überhaupt Land gab, auf das ich treten konnte. Ich hätte genauso gut auf ein rotes Blatt Papier blicken können, das über das Fenster geklebt war, soweit ich wusste. Ich versuchte, das Fenster zu öffnen, aber es ließ sich nicht bewegen. Ob das daran lag, dass dies ein altes Hotel war oder ein Effekt einer neuen Dimension, weiß ich nicht. Wenige Sekunden später probierte ich alle Türgriffe aus, nur für den Fall, dass sich einer von ihnen öffnete, aber ich hatte kein Glück. Ich konnte nicht einmal als einziger Mensch hier eines dieser protzigen Zimmer bekommen. Ja, natürlich. Als ich merkte, dass es keinen Sinn hat, nur herumzustehen, suchte ich die Treppe. Auf keinen Fall wollte ich noch einmal den Aufzug nehmen. Ich musste ihn zwar nehmen, um nach Hause zu kommen, aber für diesen Augenblick hatte ich keine Lust darauf. Die Treppe war stockdunkel. Ich hatte gelesen, dass Elektronik in dieser Dimension manchmal funktioniert und manchmal nicht, also betete ich, dass ich zu den Glücklichen gehörte, während ich nach meinem Telefon tastete. Glücklicherweise war es noch an, obwohl ich keinen Empfang hatte. Nun, ich kann nicht sagen, dass ich nicht überrascht war. Doch dann schaltete ich die Taschenlampenfunktion ein und machte mich auf den Weg die Treppe hinunter. Ich bin an den meisten Etagen vorbeigegangen, nachdem ich mich auf der 9. und der 8. bestätigt hatte, dass sie nur Flure mit verschlossenen Räumen waren. In einem Videospiel hätte ich vielleicht jede einzelne Tür überprüft, aber im wirklichen Leben hat man die Tendenz, sich leichter zu erschrecken. Ich schaffte es bis zur Lobby des Hotels und fand sie viel übersichtlicher als alle anderen Etagen. Die vom Boden bis zur Decke reichenden Fenster ließen dasselbe rote Licht herein wie vorher, aber genug, dass ich mein Telefon nicht brauchte, um gut zu sehen. Niemand war hier unten, nicht einmal die Empfangsdame. Ich fühlte mich so allein. Danach ging ich zu einem der südlichen Fenster und hockte mich dorthin. Wenn ich genau hinsah, konnte ich erkennen, dass es einen Boden gab. Es war nur alles der gleiche Rotton mit kaum einer Variation.
Vielleicht Beton oder stiller Sand? In der Ferne konnte ich einen schwachen Schimmer von etwas sehen, von dem ich annahm, dass es ein Horizont sein musste. Aber ansonsten war alles nur rot, rot und rot, soweit das Auge reichte. Ich kehrte in die Lobby zurück und machte mich auf den Weg zum leeren Schreibtisch der Rezeptionistin. Der Computer war ausgeschaltet, also versuchte ich ihn einzuschalten, aber nichts passierte. Das machte Sinn, aber ich dachte, es sei einen Versuch wert. Ich versuchte, die Schubladen zu öffnen, und sie ließen sich nach einigem Ziehen tatsächlich aufschieben, als wären sie schon lange geschlossen gewesen und hätten sich an ihrem Platz festgesetzt. Der Boden enthielt nichts, die Mitte enthielt ein wenig roten Sand. Ich nahm etwas davon mit meinen Fingern auf und rieb sie aneinander. Es fühlte sich an wie Strandsand. Ich bewegte mich zur obersten Schublade, die ein bisschen mehr verklebt war als die anderen. Darin befand sich ein Notizbuch. Ich hob das Notizbuch auf und drehte es in meinen Händen um. Der rote Schein aus den Fenstern konnte den schwarzen Einband nicht beleuchten. Ich begann es zu öffnen, bekam aber ein seltsames Gefühl in der Magengrube und merkte, dass ich wohl besser gehen sollte. Ich wollte das Notizbuch nicht zurücklassen, also steckte ich es in die Innentasche meiner Jacke und machte mich auf den Weg zurück zum Aufzug, weil ich Angst hatte, die Frau wiederzusehen. Denn ich war mir nicht sicher, ob sie bei meiner Rückfahrt auftauchen würde. Ich stieg in den Aufzug und begann, die Knöpfe zu drücken, wobei ich bei jedem Einzelnen auf meinen Spickzettel schaute. Mein Drang, in dieser roten Dimension gefangen zu sein, war sehr gering. Alles lief gut. Der Aufzug brachte mich problemlos in alle Etagen. Aber dann kam ich in die 10. Die Frau trat ein. Ich schaute zwischen meinen Füßen und den Etagenknöpfen nach unten. Diesmal sagte sie nicht zu mir, aber ich konnte sehen, dass sie nicht lächelte. Ihr Haar sah im Vergleich zu vorhin zersaust aus. Und es bewegte sich? Es sah fast so aus, als würde es sich in einer leichten Brise bewegen, aber das war in diesem beengten Raum unmöglich. Sie stand mit dem ganzen Körper zu mir gewandt da. Die Haare bewegten sich in einer unsichtbaren Brise, als wollten sie mich herausfordern, hinzusehen. Ich drückte einfach den Knopf für den 5. Stock und betete im Stillen, dass ich es lebendig herausschaffen würde. Die Türen öffneten sich in der 5. Etage. Ich drückte den 1. und der Aufzug fuhr wieder in die 10. Etage. Als ich einen weiteren Knopf drücken wollte, um die Fahrt in den 10. Stock zu stoppen, schrie sie auf. Ich schaute sie an. Ihr Mund war eine einzige schwarze Leere und ihr Schrei war der Schmerz von 1000 Sündern in der Hölle. Der Aufzug bebte durch ihre Wucht. Ich kroch gegen die Wand und hielt mich am Geländer fest, als meine Knie weich wurden und einknickten. Ich machte mir ein wenig in die Hose. Es dauerte fast zu lange, bis ich merkte, dass der Aufzug immer noch aufwärts fuhr und ich drückte gerade noch rechtzeitig den Knopf für den 9. Stock. Die Türen öffneten sich fast sofort. Ich rannte schneller hinaus, als ich konnte, und hörte nicht auf zu rennen, bis ich das Ende des langen Flurs erreicht hatte. Dann schaute ich zurück. Die Aufzugstüren waren geschlossen. Jetzt war ich zu Hause. Sofort ging ich in die Dusche, um zu versuchen, das Gefühl dieses Erlebnisses von mir loszuwerden. Ich konnte schwören, dass der rote Sand in jedem Winkel meines Körpers war. Es dauerte ewig, bis ich mich endlich sauber fühlte. Ich glaube, ich habe es zurück in die reale Welt geschafft. Die Frau ist auf der falschen Etage eingestiegen, aber mir scheint nichts zu fehlen, außer meinem Selbstgefühl. Das Tagebuch, das ich gestohlen habe, liegt neben meinem Laptop, während ich dies aufnehme. Es ist nicht schwarz, wie es sich herausstellte, es ist braun. Ich habe fast Angst, es zu öffnen. Angst davor, was es enthält. Angst, ob es leer ist und ich es umsonst mitgenommen habe. Nach einigen Minuten des Zögerns entschied ich mich dazu, das Tagebuch zu öffnen. Tag 1. Ich habe erfolgreich die rote Dimension betreten. Die Frau im Aufzug machte mir keine Schwierigkeiten und verhielt sich so, wie ich sie in Erinnerung hatte. Sie sah genauso aus. Sie störte sich überhaupt nicht an meinem großen Rucksack.
Ich habe genug Vorräte für 15 Tage dabei und hoffe, dass das ausreicht. Wenn nicht, kann ich immer noch zurück in die reale Welt gehen und es erneut versuchen. Ich zelte derzeit im Sand. Es gab keine besseren Plätze, um ein Zelt aufzustellen, also bin ich sehr froh, dass ich Heringe mitgebracht habe. Der Sand hier ist so fein und trocken. Von innen sieht man nicht, wie er im nicht vorhandenen Wind wirbelt. Das Rot lässt kleine Goldstücke aufblitzen, während es tanzt. Der Schimmer in der Ferne ist noch weit weg. Ich bin gelaufen, bis mein Körper mir sagte, dass es Nacht ist, obwohl sich der Himmel nicht verändert hat. Alles ist dieses unendliche Rot. Ich grub ein Solardestilliergerät, um meinen Urin zu filtern. Ich hoffe, es funktioniert. Tag 2. Das Solardestilliergerät hat funktioniert. Ich habe ein wenig mehr Wasser in meinem Rucksack, was die Wanderung viel einfacher machen wird, da ich weiß, dass ich mehr bekommen kann. Es wird Zeit loszugehen. Ich habe nichts Besseres zu tun. Der Schlaf war schwierig mit meinem Zelt, das die ganze Nacht rot leuchtete. Dieser Ort wird mich nicht vergessen lassen, wo ich bin. Nun komme ich näher an das Licht heran. Ich glaube, es ist ein Gebäude, denn es sieht quadratisch aus. Ich sollte es bis morgen erreichen. Der Weg war nur eine gerade Linie. Ich kann das Gebäude, aus dem ich kam, nicht mehr sehen, aber meine Fußspuren sind immer noch sichtbar. Der Sand bewegt sich nicht genug, um sie zu verdecken. Jedes Tier könnte mich leicht aufspüren, aber es scheint, dass ich hier draußen immer noch allein bin. Es muss mehr an diesem Ort geben als eine vergessene Dimension. Wie funktioniert sie überhaupt? Warum existiert sie? Ich wünschte, Alice wäre hier. Tag 3. Nichts Neues zu berichten. Ich habe es zum Gebäude geschafft. Es ist eine große, rechteckige Anlage und ich kann von dort, wo ich bin, keine Fenster sehen. Ich bin dem Ganzen völlig ausgesetzt. Niemand hat es betreten oder verlassen, seit ich nahe genug dran war, um zu sehen, was es ist. Es gibt eine große Tür in der Mitte einer der langen Wände. Ich denke, ich werde dorthin gehen, nachdem ich geschlafen habe. Ich bin mir nicht sicher, wie viele Tage ich schon hier bin, wie viele Stunden ich laufe. An dieser Stelle wünschte ich hätte eine Uhr mitgebracht. Ich behalte die Tage im Auge, wenn ich noch schlafe, aber ich bin mir nicht sicher, ob das viel nützt. Tag 4. Ich habe beschlossen, meine Sachen hier draußen zu lassen. Dies ist ein sicheres, leeres Gebäude und ich habe seit Tagen keine Menschenseele mehr gesehen. Ich glaube nicht, dass jetzt Banditen auftauchen werden. Vorsichtshalber ist mein Essen in der Mitte meines Rucksacks fest in Plastik eingewickelt, damit keine Bären aus einer alternativen Dimension irgendwie anfangen zu existieren und sich daran zu schaffen machen. Alte Gewohnheiten, schätze ich. Ich gehe zu dem Gebäude und nehme dieses Notizbuch mit, etwas Wasser und ein paar Päckchen mit Essen in meiner Rückentasche. Zeit, dieses Rätsel zu lösen. Am Abend. Mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott, mein Gott! Ich hätte nie eintreten sollen. Ich hätte nie hierher kommen dürfen. Dieses Gebäude ist eine Abscheulichkeit. Ich trat durch die Vordertüren und war überrascht, dass das Licht funktionierte. Es roch und sah aus wie ein Krankenhaus. Ich konnte niemanden reden oder herumlaufen hören, also ging ich einfach hinein und begann zu erkunden. Nach etwa 5 Minuten hörte ich eine Lautsprechanlage, aber alles, was sie spielte, war Rauschen. Ich habe mir fast in die Hose gemacht. Dieses Rauschen wurde alle 10 oder so Minuten über das System abgespielt, also dachte ich mir, dass es automatisiert sein musste. Der erste Gang, den ich entlang ging, war voller leerer Krankenhauszimmer. Ich überprüfte jedes einzelne und durchsuchte hier und da ein paar Schubladen, aber alles war leer, abgesehen von den spärlichen Möbeln und sehr alten Krankenhausbetten. Sie sahen rostig aus. Es gab keine wortreichen Schilder, die irgendwo hin zeigten, aber die Wände waren mit Symbolen übersät, die in alle Richtungen zeigten. Ich erkannte die Symbole nicht, aber ich spürte ein Dröhnen von Energie, wenn ich sie zu lange ansah. Etwas zerrte in meinem Hinterkopf, aber ich konnte nicht herausfinden, was. Nach 2 Gängen, die alle gleich aussahen, gab ich fast auf, um zu meinen Sachen zurückzukehren, als ich ein Symbol sah, das ich von den restlichen Wänden nicht kannte. Ich folgte den Pfeilen für dieses Symbol und kam zu etwas, das aussah wie ein Konferenzraum mit einem großen Spiegel, der eine Wand bedeckte. Alle Stühle waren diesem Spiegel zugewandt und kleine Couchtische standen dazwischen verstreut. Ich fand ein Stück Papier auf einem der Couchtische und entdeckte, dass es die gleichen Symbole wie die Wände hatte. Ich weiß nicht, warum ich es aufgehoben habe.
Ich ging zum Spiegel hinüber und betrachtete mich darin. Ich hatte definitiv schon bessere Tage gesehen. Mein Haar war unordentlich und offensichtlich ungewaschen. Meine Haut war fettig und rot verschmiert. Ich nehme an von feineren Sandkörnern, die sich ihren Weg auf mich bahnten. Meine Klamotten fingen wirklich an schlecht zu riechen und die Flecken unter meinen Armen waren eine visuelle Warnung für diese Tatsache. Ich bemerkte einen Lichtschalter rechts neben dem Spiegel, weg von dem an der Tür, von dem ich annehme, dass er das Licht im Raum steuert. Ich legte ihn um. Der Spiegel verschwand. Hinter der Glasscheibe, die der Spiegel war, befand sich ein Mann. Er lag auf einem Krankenhausbett, das so hochgeklappt war, dass er dem Glas ins Gesicht sehen konnte. Aber sein Kopf war durchbohrt. Dutzende von Löchern, so groß wie ein 10-Cent-Stück. Ich konnte kein Blut um die Löcher herum sehen, aber aus ihnen kamen Dutzende von Ranken einer Art gräulichen Pilzes. Sie trafen sich in einer Masse über seinem Kopf, von der ich sehen konnte, dass sie von großen Ketten gehalten wurden. Diese Masse sah fast wie ein Gehirn aus. Ich sah den Mann atmen. Sein nackter Bauch dehnte die Wunden, die ihm zugefügt worden waren. Sie waren so frisch, dass sie noch hellrot brannten. Die gleiche Farbe wie der Sand. Ich konnte etwas von diesem Sand um ihn herum in diesem Raum sehen. Dann schaute ich zu seinem Gesicht und fand seine Augen, die ungesehen auf einen Punkt über dem Glas starrten. Sofort musste ich mich übergeben. Ich rannte wie ein Feigling aus dem Gebäude, so schnell ich konnte. Das Rauschen über die Lautsprecheranlage ertönte wieder und es schien lauter zu sein als zuvor. Dann hörte ich einen Knall hinter mir in einer der Abzweigungen des Flurs, aber ich drehte mich nicht um, um nachzusehen. Ich ging dorthin, wo ich meinen Rucksack abgestellt hatte und entdeckte ihn zerfetzt. Mein Zelt, mein Essen, mein Wasser, es war alles weg. Der rote Sand saugte die ganze Flüssigkeit auf und wurde schwarz davon. Ich begrub es. Danach rannte ich weiter. Ich folgte meinen Fußspuren zurück zu dem Gebäude, aus dem ich kam. Nun bin ich zu müde, um weiterzugehen. Ich werde mich ausruhen und beten, dass ich in der Nacht nicht angegriffen werde. Was habe ich nur getan? Tag 5. Leider kann ich meine Spuren nicht mehr finden. Ich versuchte so gut ich konnte zu erraten, woher ich kam und ging einfach los. Es gab keinen Punkt am Horizont, auf den ich mich konzentrieren konnte. Und jedes Mal, wenn ich nach meinen Fußspuren schaute, schienen meine Spuren überall hinzugehen. Alice, was ist, wenn ich dich nicht zu sehen bekomme? Was, wenn dieser Ort mich von dir fernhält? Tag 6. Ich weiß nicht. Ich habe das Gefühl, ich verliere mich an diesen Ort. Es gibt kein Zeichen von meinem Gebäude und meine Rationierung wird nicht ewig halten. Ich bin am Verhungern. Alice, was soll ich tun? Wie komme ich nach Hause? Tag 7. Ich bin jetzt ein Teil dieser Welt. Mein Bewusstsein verwandelt sich in den Sand um mich herum. Werde ich das Gold sein, das diese karge Landschaft segnet, oder das Rot, das sie verdammt? Alice war mein Gold. Spielt ein Name überhaupt noch eine Rolle? Ist er wichtig? Ich schrie nach Alice in den Boden, in das Gold. Doch niemand antwortete. Das ist das Ende des Notizbuchs. Das hat mich mehr mitgenommen, als ich dachte. Es gibt noch mehr Papiere hier drin, aber ich habe Angst, wenn ich zu viel verrate, findet mich irgendein Ding. Bin ich auch von diesem Ort gekennzeichnet? Gibt es kein Entkommen? Ich habe einige der identifizierenden Informationen in dem Notizbuch benutzt, um ein paar Internetrecherchen zu machen. Ich fand einen Gedenkpost auf Facebook, den ich für relevant halte. Ich habe die Namen aus Respekt herausgenommen. Hallo alle zusammen. Sie ist nun schon seit einiger Zeit von uns gegangen. Als wir zum ersten Mal diese Notiz fanden, die zurückgelassen wurde, wussten wir nicht, was wir davon halten sollten. Es scheint nur eine Geschichte zu sein, aber es ist auch etwas Wahres dran. Ich denke, die beste Art, sie zu ehren, ist, diese letzte Geschichte für euch alle zu teilen. Alice und ich waren im Herzen Abenteuer. In unseren Büchern haben wir die Welt bereist, aber im wirklichen Leben hatten wir nie die Chance dazu. Als Alice starb, war ich untröstlich. Wir hatten immer geplant, zusammen Kinder zu haben, wenn die Zeit reif ist. Und jetzt war es zu spät und ich war allein. Das einzige wirkliche Abenteuer, das ich erlebte, war, als ich noch an der Universität war.
Alice war die einzige Person, der ich diese Geschichte jemals erzählte, und wir planten, das Abenteuer gemeinsam fortzusetzen. Das taten wir aber nie. Als ich noch ein Junior war, erfuhr ich auf einer Party von diesem Spiel namens The Elevator Game. Es war im Oktober und die Leute erzählten ihre besten Horrorgeschichten und anscheinend erlebte einer der Partygänger seine Geschichte tatsächlich, indem er in einem Aufzug einer bestimmten Abfolge von Knöpfen folgte. Neugierig geworden bekam ich die Sequenz von ihm und probierte sie ein paar Wochen später selbst aus. Ich fand eine seltsame neue Welt in etwas, das ich nur als eine andere Dimension beschreiben kann. Dort war ich die einzige Person, abgesehen von einer Frau, die eine Etage mit mir im Aufzug fuhr. Sie hatte mich nicht belästigt. Alles war in rotes Licht getaucht, aus den Fenstern, die wirklich nichts als rot zeigten. In der Ferne sah ich einen weißen Schimmer, der nach mir rief, der sich danach sehnte, dass ich seine Geheimnisse entdeckte. Er schien mir viel zu weit entfernt, um es ohne Vorräte zu erreichen, also verließ ich die Dimension und schwor mir, eines Tages zurückzukehren. Als ich wieder in der realen Welt war, hatte ich zu viel Angst, um zurückzukehren. Was, wenn etwas schiefgegangen wäre und ich stecken geblieben wäre? Was, wenn ich gestorben wäre? Was, wenn diese Frau ein Monster war? Diese Ängste hielten mich davon ab, zurückzukehren. Als ich Alice in meinem Alter traf, wusste ich, dass ich meinen Seelenverwandten gefunden hatte. Unsere gemeinsamen Jahre sind etwas, das ich niemals tauschen würde, und ich würde alles in meinem Leben noch einmal tun, solange es bedeutet, dass ich für einen kurzen Teil davon mit Alice zusammen sein kann. Als ich ihr von der anderen Welt erzählte, in die ich gereist bin, beschlossen wir, sie eines Tages gemeinsam zu besuchen. Aber ich hatte immer einen Grund, es nicht zu tun. Nun, ich hatte immer irgendeinen Grund, es nicht zu tun. Jetzt ist es zu spät, um zusammenzugehen. Ich werde es für Alice erkunden. Wenn ich für eine Weile weg bin, bin ich da. Wenn ich nicht zurückkomme, habe ich euch alle immer geliebt. Mehr konnte ich in dem Notizbuch leider nicht finden. Ich habe viel von der Arbeit geschwänzt, um mehr über diese Sache herauszufinden. In den letzten Wochen habe ich mich zu Hause verkrochen und mich mit dem Notizbuch beschäftigt. Da steht eine Menge seltsames Zeug drin. Jemand hat herausgefunden, dass die seltsamen Symbole eine Chiffre sind und eine der Notizen darin besagt: Es ist nicht mein Gebäude. Es muss funktionieren. Bleib weg, geh weg, geh weg, rette mich. Warum sollte der Autor anfangen, in einer Chiffre zu sprechen? Das war merkwürdig. Ich würde immer wieder die Symbole der Chiffre sehen, was seltsam klingt, aber ich kann es nicht wirklich erklären. Manchmal las ich etwas auf Deutsch und plötzlich sah ich diese Symbole mit den Buchstaben vermischt. Ich habe keine Ahnung, warum das passiert. Auch in meinem Haus passierten immer wieder seltsame Dinge. Ich ging in die Küche und der Ofen oder die Herdplatten waren an, obwohl ich schwor, dass ich sie nicht angelassen hatte. Ich war schon immer paranoid, was das Abschließen meiner Türen anging und habe eine Vorrichtung über dem Riegel, die verhindert, dass er sich bewegt, auch wenn man einen Schlüssel hat. Aber ich ging ständig an der Tür vorbei und fand sie unverschlossen vor. Wenn ich mich daran erinnerte, zu duschen, war die Wanne voll mit kaltem Wasser. Ich weiß, es hört sich an, als wäre ich einfach nur verrückt, aber ich schwöre, das sind keine Dinge, die ich vergessen würde. Mein Chef hatte schließlich genug davon, dass ich mich krank meldete und sagte, wenn ich nicht zu meiner Wochenendschicht käme, würde ich entlassen werden. Ich arbeitete bei einer Pizzakette als Auslieferer und die Schicht, die ich machen musste, war Samstagabend. Ich machte mir Sorgen, dass ich keine Adressen lesen könnte oder Straßennamen verwechseln würde, und ehrlich gesagt hatte ich wirklich Angst davor, im Freien zu sein, nachdem ich so viel Zeit drinnen verbracht hatte. Aber was würde ich tun, wenn ich meinen Job verlieren würde? Ich hatte keine Wahl. Als ich in der Pizzeria ankam, bemerkte ich, dass meine Abwesenheit bemerkt wurde. Viele meiner Kollegen waren nicht glücklich darüber, wie lange ich abwesend war, weil das bedeutete, dass sie meine Schichten abdecken mussten, was ich verstehen kann. Ich war schon so lange nicht mehr unter Menschen gewesen, dass ich auch Schwierigkeiten hatte, mich an ihre Anwesenheit zu gewöhnen. Am Anfang bekam ich jedes Mal, wenn jemand hinter mir stand, eine Gänsehaut und mein Adrenalinspiegel stieg, weil ich mir sicher war, dass es die Frau aus dem Aufzug war, die so nah bei mir stand. Doch wenn ich mich umdrehte, war es nur einer meiner Mitarbeiter. Ich dachte mir, dass ich einfach nur nervös war, nachdem ich so lange allein war, also konzentrierte ich mich darauf, meine Arbeit zu erledigen. Die ersten paar Lieferungen schienen gut zu laufen, und mit dem Gefühl der Normalität begann ich, mich besser zu fühlen.
Nach einer Weile fing ich sogar an, mit den Köchen Witze über meine lange Abwesenheit zu reißen. Ich fing an zu denken, dass die seltsamen Dinge bei mir zu Hause wahrscheinlich auch nur daran lagen, dass ich zu nervös war. Die Symbole tauchten nicht mehr auf, als ich Lieferadressen und Bestellungen las, und ich begann mich ziemlich gut zu fühlen. Doch eines Tages kam eine Frau herein, um eine Bestellung aufzugeben, während ich darauf wartete, dass ein Lieferauftrag fertig gekocht wurde. Sie hatte kurz geschnittenes schwarzes Haar, trug einen grauen Anzug, eine schwarze Handtasche und hatte einen ungesunden grauen Schimmer auf ihrer Haut. Ich konnte es nicht fassen. Sie sah mich nicht an, als sie zum Tresen ging und ihre Bestellung aufgab. Ich konnte bei dem Lärm in der Küche nicht hören, was sie sagte. Dann ging sie zu einer der Kabinen hinüber und setzte sich gegenüber der Theke. Sie konnte mich von dort aus sehen, aber sie schaute trotzdem nicht zu mir herüber. Sie scannte nur den Essbereich, betrachtete die Poster an den Wänden und die gedämpften Nachrichtensendungen auf den Fernsehbildschirmen. Ich war so vertieft in meinen Gedanken, dass ich zitterte, als der Koch mir die Pizzen reichte, auf die ich wartete. Ich schaute nicht nach unten, als ich sie anschnitt, da ich meinen Blick nicht von der Frau abwenden wollte. Sie schaute mich immer noch nicht an, als ich mich auf den Weg zu meinem Auto machte. Während ich fuhr, versuchte ich, mich zu beruhigen. Es ist nicht so, dass sie besonders seltsam aussah. Sie sah normal aus. Sie hätte genauso gut eine ganz normale Person sein können, die sich an einem Samstagabend eine Pizza holt. Ich setzte den Blinker, um auf einer besonders dunklen Straße die Spur zu wechseln. Aber als ich in die Spiegel schaute, sah ich jemanden mit schwarzen Haaren auf meinem Rücksitz sitzen. Ich schrie überrascht auf und riss das Lenkrad herum, kam von der Straße ab und auf den Gehweg. Ein Auto, das hinter mir war, hupte, während es vorbeifuhr, und ich hörte, wie jemand aus dem Fenster »Verdammter Säufer!« rief. Ich blieb einfach auf dem Bürgersteig stehen und konzentrierte mich auf mein schnelles Atmen. Ich wusste, dass ich auf den Rücksitz schauen musste, um zu sehen, ob ich wirklich jemanden sah, aber ich war wie versteinert. Jede Sekunde, in der ich still saß, war eine weitere Sekunde, in der derjenige, den ich sah, mich töten konnte. Aber es erschien mir zu real, wenn ich mich umdrehte, um nachzusehen. Es kostete mich all meinen Mut, mich umzudrehen. Und als ich es tat, war da niemand. Sofort fuhr ich mit meinem Auto rückwärts vom Gehweg ab und fuhr danach direkt nach Hause. Ich kümmerte mich nicht wirklich um die Pizzen und ließ sie im Auto liegen, während ich zu meiner Haustür stürmte und mich einschloss. Mein Chef rief mich kurz darauf an, um vermutlich zu fragen, warum ich die Pizzen nicht ausgeliefert habe, aber ich ging nicht dran. Er rief noch ein paar Mal an und ich ließ sie alle auf die Mailbox gehen. Heute Morgen hat er mir dann schließlich eine SMS mit drei Worten geschickt. Du bist gefeuert. Ich weiß nicht mehr, was ich tun soll. Ich bin ein Wrack und jetzt auch noch arbeitslos. Ich glaube nicht, dass ich hierbleiben kann, denn ich will nicht von dieser Frau gefunden werden und bin mir sicher, dass sie mich verfolgt. Ich muss wohl einen anderen Ort finden, um mich zu verstecken. Spielt also niemals das Spiel namens The Elevator Game, denn danach könnte die Welt nicht mehr so sein, wie ihr sie einst kanntet. Seid vorsichtig. Mein Name ist Jess. Ein Freund hat mir erzählt, dass man bei World Creepypasta seine Geschichten erzählen konnte, wenn diese gut und vor allem gruselig sind. Ich habe hier schon viel gesehen, vor allem Geschichten gehört, die mit Monster, übernatürliche Dinge, Serienmörder und sogar Spukobjekte zu tun hatten. Ich habe auch gehört, dass die meisten dieser Geschichten zu einem bestimmten Teil wahr sind, aber ich habe es nie geglaubt. Ich habe nicht geglaubt, dass so etwas existiert. Naja, bis auf den Teil mit den Serienmördern vielleicht. Ich wollte damit sagen, dass ich immer dachte, dass diese Dinge ein Scherz waren, sonst nichts. Doch das glaubte ich nur so lange, bis ich von dem Mirrorman-Ritual hörte. Ich besuchte die Oberstufe auf einem ländlichen Gymnasium. Es ist wirklich so, wie man es von einer normalen Oberstufe erwarten würde. Normale Klassen, jeder hat seine eigene Gruppe von Freunden, ihr wisst schon, das übliche Zeug halt. Nein, in der Schule spukt es nicht. Nein, sie wurde auch nicht auf einer Begräbnisstätte gebaut. Nichts dergleichen. Es ist eine ganz normale Schule, aber in letzter Zeit, sagen wir mal vor 2-3 Wochen, hat ein Gerücht in der Schule die Runde gemacht. Es war kein übliches Gerücht wie, wer betrügt wen oder wer ist schwanger. Nein, das war mehr eines dieser urbanen Mythengerüchte, von denen man immer wieder hört.
Der Typ, der dieses Gerücht in die Welt gesetzt hat, lasst uns ihn Tim nennen. Wisst ihr, Tim war ein bekannter Typ. Er war dieser eine Typ in der Schule, den jeder mochte. Und eines Tages kam er mit einem fast triumphierenden Grinsen im Gesicht herein, als ob er herumstolzieren würde. Einer meiner Freunde, Dan, war auf ihn zugegangen und hatte ihn gefragt, worüber er sich denn so freue, worauf Tim antwortete: Ich habe den Mirrorman geschlagen, Mann. Als ob das eine Art Leistung wäre, woraufhin Dan fragte: Wer ist denn der Mirrorman? Im Grunde genommen, da ich nicht ständig diese Wer-hat-was-gesagt-Sache machen will, erzähle ich euch einfach, wer der Mirrorman ist. Der Mirrorman ist anscheinend ein Geist, der erscheint, wenn man dreimal die Worte Mirrorman in einen Spiegel sagt, wenn man alleine ist. Ich weiß, was ihr jetzt denkt. Wieder einer dieser falschen Spiegeltricks, oder? Wir alle haben als Kinder die Bloody Mary-Sache ausprobiert. Wir alle haben herausgefunden, dass es Blödsinn ist und dass kein Geist auftauchen würde, was uns letztendlich enttäuscht, aber gleichzeitig erleichtert zurückließ, dass nichts aus dem Spiegel kommen und einen töten würde. Und zuerst dachte ich das Gleiche darüber. Tim muss sich einen Scherz erlaubt haben oder so etwas, richtig? Unser ganzer Mittagstisch gab ihm unsere skeptischen Antworten, woraufhin er antwortete: Wenn ihr mir nicht glaubt, warum probiert ihr es dann nicht selbst aus? Ein paar von uns nickten einander zu und sagten einfach: Okay. Und dann gingen wir zurück und aßen unsere Lunchpakete. Der Rest des Tages verlief danach ziemlich normal. Ich war nach Hause gegangen, hatte meine Hausaufgaben gemacht und das war's. Meine Mutter und mein Vater waren die Woche über auf einer Geschäftsreise, also war ich alleine zu Hause, was mir aber nichts ausmachte, denn wenigstens hatte ich noch meinen Hund, der mir Gesellschaft leistete. Die Zeit verging schnell und schließlich war es Nacht. Ich war gerade mit dem Zähneputzen vor dem Spiegel fertig, als mir der Gedanke an das Gerücht wieder in den Kopf kam. Ich dachte mir, ich würde es tun, wenn auch nur, um zu beweisen, dass es wirklich nichts war. Ich schaltete das Licht aus und stellte mich vor den Spiegel. Ich holte tief Luft und sagte die Worte: Mirrorman, Mirrorman, Mirrorman. Dann wartete ich, was mir wie eine gute Minute in der Dunkelheit vorkam. Nichts war passiert. Nun, ich wusste von Anfang an, dass es fake war, lächelte vor mich hin und ging ins Bett, um es Tim unter die Nase zu reiben. Der Morgen kam und ich machte mich auf den Weg in die Schule. Die erste Hälfte verlief ziemlich normal, dann kam es zum Mittagessen. Wir saßen alle da und unterhielten uns über etwas, was wir eigentlich immer taten. Dann kam Tim herein. Irgendwas war anders. Der übliche distanzierte Blick auf seinem Gesicht war einem Ausdruck von Sorge und tiefer Nachdenklichkeit gewichen. Er war noch nie so. Er setzte sich langsam hin und wir fragten ihn alle, was los sei. Er schwieg einen Moment lang, bevor er sagte: Ich habe ihn wieder gesehen. Wir fragten, wen er gesehen hatte, begierig darauf herauszufinden, was unserem Freund das antat. Doch er gab nur eine zittrige Antwort: Der Mirrorman. Ich rollte mit den Augen, weil ich dachte, er würde irgendeinen Scherz machen, um Aufmerksamkeit zu bekommen. Der Mirrorman ist nicht echt. Ich habe es gestern Abend ausprobiert, sagte ich. Tim drehte sich zu mir um und schrie mich an: Er ist echt! Und ich habe ihn letzte Nacht wieder gesehen. Er ist hinter mir her. Das hatte die Aufmerksamkeit der anderen Tische in der Umgebung sowie der Lehrer erregt. Die ganze Cafeteria wurde still, als er rief: Er kommt mich holen! Einer der bekannteren Lehrer hatte ihn an den Schultern gepackt und aus der Cafeteria eskortiert. Was zum Teufel war hier los? Ein paar Tage später hatte sich das Gerücht über den Mirrorman in der ganzen Schule, im Internet und überall in der Umgebung verbreitet. Als meine Eltern von ihrer Reise heimkamen, war es zu einem regelrechten Hype geworden. Ich hatte ihnen alles erzählt. Nach wie vor machte ich jeden Abend den Trick mit dem Mirrorman, aber egal was passierte, ich würde den angeblichen Geist nie sehen. Wie auch immer, viele andere Leute in der Schule hatten ihn anscheinend gesehen, auch wenn sie den Spiegeltrick nicht machten. Sie starrten einfach auf ihr Spiegelbild und richteten ihre Haare, und dann, aus dem Nichts, verzerrte sich ihr Spiegelbild einfach in den Mirrorman. Aber warum tauchte er da nicht bei mir auf? Ich habe es nicht verstanden und es hat mich frustriert. Am Morgen des letzten Montags war die ganze Schule in die Aula gerufen worden.
Das war normalerweise selten der Fall, es sei denn, es würde etwas wirklich Gutes oder etwas wirklich Schlimmes passieren. Und angesichts der jüngsten Nachrichten wusste ich ganz sicher, dass es nichts Gutes war. Der Direktor der Schule war mit einem ernsten Gesichtsausdruck herausgetreten. Er ging auf das Podium zu und... Tim war gestorben. Die Polizei hatte seine Leiche in seinem Zimmer gefunden, nachdem sie die Tür aufgebrochen hatten. Ich konnte meinen Ohren nicht trauen. War das wirklich passiert? Das konnte nicht sein. Wie war er gestorben? Hatte er sich wirklich wegen dieser ganzen Mirrorman-Sache umgebracht? Oder ging hier etwas anderes vor? Später in der Nacht hatte ich mich auf der Webseite der Schule angemeldet. Die Schule hatte ein Chatsystem eingerichtet, in dem Schüler andere Schüler kontaktieren konnten, um zu erfahren, wann Arbeiten fällig waren, Hilfe bei Projekten und solche Dinge. Ich chattete mit meinen Freunden und anderen Schülern über die Ereignisse des Tages. Dann erschien plötzlich eine Nachricht. Mirrorman ist dem Chat beigetreten. Ich sah mir die Nachricht ein paar Sekunden lang an. War das eine Art verdammter Witz? Denn niemand hat gelacht. Er sagte nichts, als die anderen Schüler ihn ausriefen. Alles, was er tat, war, einen Link zu einem Bild in den Chat zu posten. Der Moderator verbannte ihn sofort danach. Ich habe wieder besseres Wissen auf den Link geklickt und ich wünschte, ich hätte es nicht getan. Was ich auf dem Bild sah, wird mich sicher für den Rest meines Lebens verfolgen. Es war Tim, aber es war sein Leichnam. Bleich und leblos. Sein Kiefer hing offen, als ob er schreien würde. Dutzende von Glassplittern hatten sich in seine Haut gegraben, darunter zwei größere, die in seinen Augen steckten. Überall war Blut und in seine Brust waren zwei parallele Linien geritzt, vertikal aufgereiht mit einem X, das sie leicht überlappte. Ich war entsetzt und ich fing an zu weinen. Er war noch ein Kind, verdammt nochmal. Wer hat ihm das angetan? Warum haben sie ihm das angetan? Instinktiv war das Erste, was ich dachte, der Mirror Man. War er wirklich real? Hat er Tim das wirklich angetan? All diese Fragen schwirrten in meinem Kopf herum. Ich fing an, mich übel zu fühlen. Ich riss das Kabel aus meinem Computer, sodass der Bildschirm schwarz wurde, und ich weinte einfach da. In den nächsten Tagen wurde alles nur noch schlimmer. Mehr Kinder wurden vermisst, mehr endeten tot, und jedes Mal landete ein Bild ihrer Leiche auf der Schulwebseite unter dem Benutzernamen Mirrorman. Schließlich hörte ich einfach auf zu klicken, weil ich wusste, was das Bild war, so wie jeder andere auch. Die Schule wurde kurz darauf von der Polizei geschlossen. Die Polizei begann, Leute zu befragen, aber eine Sache ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Warum konnte ich den Mirrorman nicht sehen? Ich sollte das gar nicht fragen. Ich sollte es einfach als Segen betrachten und es sein lassen. Aber ich wollte wissen, warum. Ein letztes Mal schaltete ich das Licht aus und sah in den Spiegel. Und ein letztes Mal sagte ich: Mirrorman. 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 Meine Stimme wurde immer zittriger und instabiler. Ich musste es wissen. Und schließlich sah ich ihn. Mein Spiegelbild begann sich zu verzerren. Es wurde durch einen Mann ersetzt. Er trug eine Jeans und ein olivgrünes Sweatshirt mit Kapuze. Aber seine Kleidung war blutverschmiert. Glasscherben steckten in ihm und spießten ihn auf wie ein verdammtes Nadelkissen. Sein Mund war zugenäht und ich konnte den Rest seines Gesichts nicht sehen. In seiner Hand befand sich eine blutige Spiegelscherbe. Ich war wie versteinert. Wie reagiert man, wenn ein Serienmörder einen anstarrt? Ich glaubte nicht, dass das echt sein konnte. Es musste ein großer abgefuckter Traum oder eine Halluzination oder so etwas gewesen sein. Ich trat einen Schritt vom Spiegel zurück. Mein Herz pochte in meinen Ohren. Das war alles, was ich hören konnte, als er überraschenderweise auch einen Schritt zurücktrat. Vorsichtig ging ich noch einen Schritt weg. Und das tat er auch. Wo ich mich bewegte, bewegte er sich perfekt synchron, als ob ich in einen Spiegel schauen würde. Ich schloss meine Augen und schüttelte den Kopf und da war ich wieder. Naja, da war mein Gesicht, aber meine Kleidung war anders.
Ich trug ein olivgrünes Sweatshirt und Jeans. Und da war ein Stück blutiger Spiegel in meiner Hand. Ich schaute nach unten und es war alles wahr. Ich trug genau dasselbe, was der Mirrorman eben noch getragen hatte. Nein, nein, das musste ein weiterer Trick sein, dachte ich. Der Mirrorman spielte sich nur in meinem Kopf ab. Im nächsten Moment sah ich eine Blutspur, die aus der Badezimmertür führte. Ich folgte ihr zögernd und sie führte zur Tür des Schlafzimmers meiner Eltern. Ich flüsterte in gedämpftem Tonfall, als ob ich flehen würde. Nein, nein. Immer und immer wieder. Ich hatte langsam die Tür geöffnet. Und da waren meine beiden Eltern. Zerbrochene Glasscherben gingen durch sie hindurch. Zwei durch die Augen und die zwei Linien mit dem X auf ihren Körpern. Ich kenne den Grund, warum ich ihn nicht sehen konnte. Es ist, weil ich ihn immer sehen konnte. Ich war der Mirror Man. Ich hatte all diese furchtbaren Dinge getan. Ich war es. Also sei vorsichtig und schaue niemals nachts in den Spiegel.